Ja, wir haben ja letztendlich auch einen Bildungsauftrag, ne? Müssen ja auch immer Sachen mal wieder so testen. Svuna, ich höre mich übrigens ab und zu immer noch bei dir. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen lauter bin, höre ich dich. Nee, doch nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich Ja, höre ihn nicht. manchmal ist das so. Nein. Ja, hatte ich aber gerade auch So, ich glaube, gehört. wir müssen hier einzeln. Wir, Meinst du, wir. Ja, doch, okay. Dann, ja, das geht. so, dann. Sind wir jetzt Klappe bei zu. zu. vier da Klappe drauf? drückt schon Wir sind jetzt zu. so Ich 4 drauf, ja. ja. Ich komm mal ein bisschen kuscheln, Ja, Zitko. okay, hallo. Du Hi. bist hier am Knöchel. Sieht so ein bisschen Grüß äumelig aus mit den Lichtern links und rechts am Kopf, ne? Wenn man sich vorstellt, das Ja. sind Augen, ne? So, ey. So. Aber schon eine geile, geile Rüstung. Ich So. sag's nur gerne im Voraus, So. bitte Das noch nicht in die Wichtigste. äußeren Laser gehen und auch noch nicht Ja. vorne, ne? Ja, du bist ja sowieso Entschuldigung. der Pilot. Das heißt, Ja. du teilst uns ja so, du teilst uns ein. Du bist Pilot und Captain. Oh, Chief O'Hara, das ist gut. Ja. Das freut mich. Bin ich. Aber vorher. Chief ohne Haare bist du. Ja, aber ich möchte gerne, weil mir ist das arg wichtig. Wir kommen jetzt hier. Kann man sich mittlerweile hinsetzen eigentlich? Oh ja. Ja, Ja. Komm, lass machen, Ich lass mal. hatte auch so eine Idee, dass man so vielleicht so die Anmod Ja, macht, um das wieder machen wir normal. jetzt. Das machen wir Weißt jetzt. du, so, warte mal, ich So, mal ich was stell die Feuer. Kiste mal da drüben hin, ja? Du hast doch gerade gegessen, Chris. Wieso hast du schon wieder so Brühe in der Nee, Hand? weißt du, ich will mich doch um unsere Leute kümmern hier. Ach, für mich ist ja. Oh, danke. Nein, nee, jeder kriegt jetzt so ein Ding. So. Aber dann auch Das bitte ist, direkt davor, ne? ja, ich gebe mir Mühe. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus der Argo Mall mit der Crew in Gelb. Heute mit dabei in Gelb mit seiner pinken Brille, der Rötti. Grüß dich. Hallihallo, grüß euch. Dann gegenüber mein Glatzenkumpel der Spooner. Grüß dich, mein Lieber. Hallöchen. Und schräg gegenüber ist ebenfalls in Gelb der Headless Chris und gleichzeitig der Pilot. Hallo. Hallöchen, wunderschön. So, wir werden jetzt mal alle gleichzeitig auf den Tisch klopfen. So. Bum, 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 Wie bum. machst du das? Einfach Kopf hoch und runter. Nicht aufstehen, Rötti, nicht aufstehen. So. Bum, 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 bum. Ja, der hat irgendwie Wir haben Hunger, 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 Hunger. Hunger, 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 Machen wir Hunger, jetzt Hunger Burrito haben. weg, Durst. Wettessen, sag mal. Meinst du? Also bei drei und dann wer zuerst auf hat. Aber ich bin ja in der Außenansicht. Ich kann ja gar nicht den Burrito so jetzt so schnell nehmen. So. So, aber ihr könnt das ja machen. Ihr macht jetzt Burrito-Wettessen. Aber erstmal, was wollte ich denn sagen? Wollte ich irgendwas sagen? Nee, ich wollte nur sagen, dass Headless Chris ein Burrito ausgegeben hat. Aber das hat sich ja jetzt eigentlich erledigt. Aber hat er trotzdem. So, dann würde ich sagen, dann lasst mal sehen. Ich ziehe runter. Drei, zwei. Oh, ich will sie alle auf den Burrito gucken. Eins und los! Ich sagte nur los. Er nimmt das nicht. Ah, jetzt aber. Nom, 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 nom. Meiner ist alle. Nee, ich habe Chris eingegessen. Meiner liegt Nee. hier noch. Warum nimmst du meinen? Ich Da Da gier frage ich mich aber, was schon. du jetzt gegessen hast. Die ha leere Hand Die quasi. Hand. So. Ja, Freunde, wir haben ja in dem letzten Video, habe ich ja zusammen mit dem Chris die Mall vorbereitet und wir werden heute zu viert in der vollbesetzten Argo Mall in den Aaron Helo Belt fliegen und dort was abmeinern? Das Na, geile Zeug. alles gutes Zeug, was uns Meinetwegen. so über den Weg läuft. Auch Quantanium, ne? Auch Quantainum, ja. Oha. Quantainum, oh. Und dann müssen wir aber zusehen, ne? Dann bringen wir das nach Genau. Arc L1 wahrscheinlich, ne? Das ist ja ganz Na, gut. schauen wir mal, ja. Gucken wir mal, wo wir es am besten hinbringen, ne? Na gut, okay. Dann kurze Lagebesprechung. Wie gesagt, Chris ist unser Pilot, gleichzeitig auch unser Captain und teilt uns jetzt erstmal in die Mining-Türme ein. So, Sidko, dann bist du quasi unter mir Oh, in in der dem geschlossenen. mittleren Turm, genau. Ja, die anderen müssen darauf achten, ne, dass sie nicht erfrieren. Das kann passieren, glaube ich, in den äußeren, ne? Weil sie Ja, nicht aber abgeschlossen sind, ne? wir haben ja Also gute Klamotten immer an. mal gucken, Genau. aber trotzdem einfach zwischendurch darauf achten, genau. Wir sind ja gut ausgerüstet. Wichtig ist Helm auf, ne? Ja. Genau. Geht das eigentlich, wenn ich Genau. H drücke? Setzt du den auch wieder auf dann? Das geht Nee, das irgendwie macht, nicht, glaube ich, ne? nicht. Nee. Nee. Genau. Da musst du dann Und tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ja, ins Inventar, ne? ja, genau. Drag and drop irgendwie oder wie auch Und immer. dann würde ich sagen, Rötti, du bist in Flugrichtung rechts und Spooner in Flugrichtung links im Alles Laser. klärchen. Na? Jawohl. Genau. Und Sehr schön. wer ist derjenige, der praktisch den Throttle kontrolliert? Also wer ist der Hauptlaser und wer sind die Unterstützer? Da wir ja zwei verschiedene Laserarten haben, ist das, kannst quasi du mitunter der Unterstützer sein, Sitko. Aber manchmal braucht man einfach auch deine Power vom Helix 2. Ja.
quasi, dass die anderen dich unterstützen und nicht umgedreht. Also das ist können wir ja, genau, können wir situationsabhängig machen dann, ne? Letztendlich. Genau. Okay. Gut. Jedenfalls haben wir genug Power, um große Steine abzubauen. Also wir reden hier von 20.000 Masse und sowas. Ja, okay. Ja, sehr schön. Und wir befinden uns ja jetzt noch auf Everest Harbor und der Chris kennt auch einen Weg von hier, glaube ich, direkt in den Helombelt, ne? Genau. Da erzählst du ja gleich noch ein bisschen mehr zu, wie wir da reinfinden. Ne? Wir wollen ja in das fünfte Band. Ne, das hatte ich, glaube ich, euch das letzte Mal noch gar nicht gezeigt. Ne? Genau, das mache ich mal an der Stelle. Ne? Hier seht ihr jetzt die ganzen Bänder und das fünfte, das ist einfach das dichteste. Und da wollen wir rein. Und diese Seite, wo ihr das Ganze findet, das ist die, wie heißt sie noch gleich? Cornerstone. Cornerstone, genau. Die verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch selber mal gucken. Und ja, danach fliegen wir jetzt, würde ich sagen. Genau. Los geht's. Dann los. Einmal durch den Rotti durch, zack. Einmal durch den Chris durch. Magst du dein Burrito gar nicht, Zitko? Ich lasse den liegen für nachher, wenn ich Hunger habe. Ah ja, gut. So, und denk dran, Chris, die Gadgets noch zu verteilen. Ich leg die jetzt hier auf den Tisch. Moment. Genau, die werden wir dann zwischendurch auch mal anschließen hier. Den Optimax zum Beispiel oder den Bormax haben wir auch noch gekauft. Genau, dann ist jetzt einmal hier für den Rötti oder für den Spooner. Ist mir persönlich jetzt gerade tatsächlich egal, aber ich sehe jetzt schon... Ah, das wird ein Problem werden. Naja, egal. Gut, place. Nein, hier, zack, hingelegt. So, einmal. Den hast du jetzt aktiviert, ne? Warum hab ich den jetzt schon wieder in der Hand? Nee. Nee, ich hab den nicht aktiviert. Ja, das kann ja Ding. Das sind so komische Dinger dran. Nicht, dass das tut bestimmt weh. Wie du da rauf guckst. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Hab wie die Brille wieder nicht mit, Mensch. Ah ja, das, ich merke schon, das ist wieder ein kleines Problemchen. Gut, ich droppe ihn mal gucken. Hoffentlich droppt er nicht durch. Drops ihn. Pass auf, nicht, der tut da ist er. Okay, da ist er. Gut, das ist Nummer 1. Wer nimmt den jetzt? Nimm ich den jetzt? Ich nehme den wohl. Ja, mach das mal. Ja, ich gehe mal hier zur Seite. Dann kriegst du jetzt noch einen. Den kannst du dir in deinen dein Rucksack tun. Ich kann den... Ah, jetzt... Manchmal ist es so, dass ihr Dinge auf dem Boden liegen habt, die könnt ihr aber so nicht nehmen mit F. Dann geht ihr ins Inventar und zieht die euch so rein, dann geht's. Das ist manchmal auch ganz cool, ihr findet manchmal Waffen, irgendwelche Aufsätze, die liegen irgendwo rum, die sind aber mit F so nicht anwählbar. Könnt ihr aber trotzdem, wenn ihr ins Inventar geht, so reinziehen, das ist ganz cool. Okay. Hätte ich wahrscheinlich nicht verraten sollen, weil jetzt weiß es ja jeder. so einen grauen nehme ich auch noch, habe ich auch noch nicht. Rötti, du musst noch den zweiten gelben muss ich jetzt nehmen, oder? Ja, auch noch, ja. Und den packst du dir am besten in deinen Rucksack, oder? Oder wie Sitko, gehst du auf Equip und dann macht er den unter den Rucksack. Da hat er den anderen jetzt schon drin. Unter Rucksack habe ich den anderen jetzt schon. Ah ja, dann packst du den einfach nur in den Rucksack. Warte mal, das kann ich jetzt hier... Phoenix meldet sich. Remy. So, magst du ablegen, Chris, oder? Ja, gerne. Ah, jetzt. Okay. Dann nehme ich den hier. Ja. Beat the Sun. So, okay. Das zum Beispiel. Manchmal geht das halt so nicht, ne? Dann geht ihr ins Inventar, dreht euch hier so ein bisschen und dann könnt ihr ihn halt so nehmen und einfach dann hier so. Bupp. Los. No. Buna? Jetzt kriegst du einen. Droppen. Zack. So. So, und dann kriegst du noch den weißen. So. Die Dinger sind mehrfach verwendbar, ja. Müssen wir dann wieder mitnehmen, ne? Und du sagst uns dann, wann wir welchen benutzen oder wie machen wir das? Ja. Genau. Alles klar. Es kann sein, dass wir den gar nicht benutzen müssen, aber wir haben sie dabei. Die beiden an den äußeren Lasern oder andersrum, die an den Lasern, die können sich nochmal kurz hinsetzen. Ah ja, genau. Stimmt. Ach nee, ich kann schon, ne? Okay. Der fährt ja auch runter und raus. Ich setze mich auch nochmal hin. Muss auch gleich nochmal eben hier aufs... Hast du ein Klo hier, ne? Ist das dein Platz, Spooner? Ist das dein Platz? So, ja. Okay, dann sitzen wir falsch. Wir bleiben jetzt sitzen. Gut. Aber nicht den Burrito da, das ist Zitkus, ne? Ja. Ich hab noch welche da hinten in der Box. Zitko, du weißt auch nicht, wofür gelb und grau ist, ne, oder? Bei den Dingern? Gelb und grau? Bei den Gadgets? Ich weiß es nicht auswendig, nee.
Du musst mal, geh mal rauf, du kannst das sehen. Wenn du die anwählst, dann steht das da als Info. Ach so. Aber nee, im Sitzen kommt man nicht ins Inventar leider. Ja, da kriegen wir heute eh nur Mindestlohn, ne? Wenn wir nicht mal wissen, was wir hier bei haben. Ja, wir sind nur Handlanger. Ja. Nur so als kurze Information, die Mole ist übrigens die einzige, wo die VTOL-Truster auch richtig funktionieren und eine Funktion haben. Die anderen sind bis jetzt noch nicht ausbalanciert, aber bei der Mole tatsächlich ja. Das heißt, je nachdem wie die stehen, hat das einen Effekt, meinst du? Richtig, genau. Okay. Die Mole kommt manchmal tatsächlich nicht hoch, wenn du die VTOL-Truster nicht eingestellt hast. Ist das bei der Reclaimer nicht auch, dass das da Funktion hat? Naja, mir wurde gesagt, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Also das ist, Okay. So, und dann donnern. Solange wir im Flug sind, bin ich noch mal ganz kurz AFK. Okay. Machst jetzt aber nicht Pipi auf dem Sitz hier, ne? Una? Ich hoffe nicht. So, ich warum tropft das jetzt hier unter der Bank? Ist nicht der Apfelsaft. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, das steht sogar direkt auch auf dem Gadget, wenn du mal rankommst. Hier, der Optimax Charge Window minus 30%, Clusterfaktor plus 60% und Resistenz minus 25%. Cool. Wenn das so stimmt, aber wenn es stimmt, dann steht das hier so drauf. So. Guckst jetzt in der Außenansicht wahrscheinlich drauf hinten, oder was? Genau, ja. Aha, stimmt. Und ich habe es auch in Deutsch. Gadget auf abbaubarem Vorkommen platzieren, jawohl. Sorge für eine konsistente Oberflächennähe von 60% für eine sichere Befestigung. Mhm. Weiß jetzt zwar nicht mehr wie vorher, aber klingt gut. Da unter steht das, diese Striche, da müsste das stehen. Device Properties, ganz unten. Ja, warte. So, ihr Lieben. Kann losgehen? Ich habe mich ausgerichtet auf Mikkel 1, weil das wird unser Ziel quasi. Können wir jetzt die Laser besetzen? Nein. Oder? Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Nee, ich will nicht. Ja, ich mache aber mal trotzdem, weil... Oder hast du noch einen Beifahrersitz? Du hast noch einen Beifahrersitz, oder? Ich habe noch einen Beifahrersitz, natürlich. Weil dann kann ich mal ein bisschen hier Außensicht und so... Ja. Genau. Also, auf der Seite des Cornerstone, Citgo verlinkt das ja unten, gibt es noch ein, ja, wie soll ich sagen, eine 3D Interactive System Model Route quasi, oder so eine kleine Karte, wo man den Ausgangspunkt und den Endpunkt eingeben kann. Und er sagt dir genau, wo du den Quantum 3 verlassen musst, damit du in dem Belt landest. Ja. Ich blende das auch gleichzeitig mal ein, so ein bisschen. Genau. Das ist super genial und hilft sehr bei der richtigen Navigation. So. Aber da kannst du ja zum Beispiel sagen, du fliegst jetzt von Everest Harbor los. Von den Hörsten. Wir nehmen Hörsten. Wir nehmen Hörsten, ja. Genau. Von Hörsten nach Mikkel 1 und dann sagt er mir, dass wir den Quantum Drive bei 21 Millionen verlassen müssen. Wir sind 34 Millionen entfernt. Bei 21 Millionen und 48.000 müssen wir den verlassen. Die Reisezeit beträgt 3 Minuten 15 Sekunden. Und das Schöne ist, man kann oben einstellen, welchen Quantum Drive man hat. Und dann wird das gleich angepasst. So, alles klar? Können wir los? Dann 3, 2, 1, let's go. Christian, sag mir noch mal eben, wo hast du denn das Klo hier auf dem Schiff? Christian! Hinten. Oh, jetzt geht's aber los. Hinten. Alles klar. Danke, lieber Christian. Sehr gerne. Also du gehst nach hinten an den Betten vorbei. Ah ja. Und gehst in die letzte Tür. Ah ja, ich sehe schon. Aber hinsetzen, ja? Immer. Das Klo ist weg. Ich muss irgendwas drücken hier, ne? Öffnen. Ah ja. So, nicht stören, ne? Ich bin gleich wieder da. Kein Problem. Ja. Mach Radio an, ne? Und danach den Airfresh nicht drücken, vergessen zu drücken. Danke. Und die Anusdusche benutzen. Genau. Aber vorher gucken, ob es nicht auf Extremstrahl ange... auf Kercher. Das ist nämlich soft, soft, normal, Kercher. Kercher ist auch gut. Mit Normalstrahl und Frässtrahl. Genau. Ja. So. Übrigens war die Mole das erste richtige Schiff, was ich mir geholt habe, so
als ich dann wirklich wieder richtig eingestiegen bin. Ja, war ja auch das erste Schiff, mit wo man mal so ein bisschen Multicrew-Gameplay außerhalb von Geballer machen konnte, ne? Genau, genau. Und was komischerweise immer noch dauerhaft im Pledge Store ist, ne? Es ist kein Schiff, was immer mal wiederkommt, sondern es ist dauerhaft drin. Hast du die Idee damals mit dem Special Paint geholt? Leider nein. Ich bin immer noch auf der Suche und würde dafür sogar ein paar Euro hinlegen. Ich würde gerne die Talos, und das andere war, wie hieß der? Einmal, das war einmal schwarz und einmal so ein bräunlicher. Ja. Genau, genau. Carbon und Talos, genau. Ja. Carbon, genau. Ja, die waren geil. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Ich glaube aber ja. Ich glaube, da habe ich. Was ich verpasst habe, da erinnere ich mich richtig noch, ist damals die Valkyrie. Als die Valkyrie rauskam. Mit dem Liberator Paint. Ja, mit dem Liberator Paint. Als die Valkyrie rauskam, da war ich noch in dem Modus von wegen so, ich zahle niemals so viel Geld für ein Spiel und für ein Schiff. Ja, und die Hello Kitty-Variante der Dragonfly. Ja, die hätte ich auch nochmal Bock. In mir schlummert ja auch so ein bisschen Jäger und Sammler, weißt du? Ja, ich mag total. Halt, ich auch. Ja, ich bin auch so ein Sammler. Den Nighthorner-Skin von der MSR zum Beispiel fehlt mir auch. Das nervt mich total. Aber den kannst du ja leider nicht mehr kriegen, ne? Den konntest du ja wirklich so ein Minigame damals kriegen. Nee. Aber ich finde, leider ist der nicht so geil geworden, wie er damals im Konzept aussah. Ich fand, der sah im Konzept so geil aus. Und dann habe ich den mal live gesehen. Leider hätte gern noch den schwarz-goldenen für die 400i. Den habe ich auch nicht. Schwarz-golden. Ach so. Ja, den habe ich. Den kannst du haben von mir. Ich habe den tatsächlich mehrmals gekauft. Hast den? Oh, da wären wir uns bestimmt einig. hier. Oh. Klatsch. Wir sind raus und guck mal einer an. Jetzt bauen sich die ganzen Dinger auf. Bauen sie sich auf. Man sieht mehr Steine als All. Genau. Und das ist der fünfte Ring. Der besteht eigentlich nur aus Steinen. Wow. Da können wir in die Laser, oder? Dann könnt ihr in die Laser, genau. Geil. Und wie gesagt, fertig, wollte ich nur sagen. Mit der Seite hervorragend. Hast du gespült? Ich habe gespült, aber sag mal, wer war denn zuletzt auf dem Klo vor mir? Ich nicht. Ich auch nicht. Das war Erik. Das war Erik. Erik war es, genau, Erik. Immer der nicht da ist. So, was ich immer noch ganz gerne mache, ist, ich gehe nochmal in den Quantum Drive ausschalten, nochmal einschalten und markiere mir nochmal MIG L1. Mhm. Ja. Und dann kann ich den Quantum Drive ausmachen und dann wird mir nämlich der Marker trotzdem noch angezeigt. Ah, so hast du auch immer eine Richtung, ne? Ja, genau. Dann weiß ich ungefähr auch, wo ich hin muss. Ja, so, dass ich nicht rückwärts fliege oder sowas, ne? Okay, oh, meine Scheibe ist total beschlagen hier. Was ist das für ein... Ah, ja, gut, so, okay. So, ich mach mal einen Test. Du bist wieder beim Griechen, oder was? So, dann stelle ich jetzt den Scanner auf 180 ein. Ich mach auch mal einen Test. Ja. Ich muss noch mal eben hier klarkommen. Muss ich irgendwas aktivieren oder? Du musst den Turm anschalten. Genau, und dann siehst du auf der linken Seite siehst du die ausgerüsteten Mining-Module. In meinem Fall ist es ein Riga-3-Modul und ein Focus-3-Modul und nochmal ein Riga-3-Modul. Nochmal ein Focus-3-Modul, meine ich. Also zwei Focus-3-Module und ein Riga-3-Modul. Du siehst halt auch, was sie machen und das wird sich auch letztendlich beim Mining bemerkbar machen dann letztlich. Also die Sachen, die aktivieren sich, sobald du praktisch den Stein erscannt oder dein Laser den erkannt hat. Ne? Mhm. So, werden die aktiviert und dann hast du dann die Vorteile und die Nachteile gleichzeitig. Genau. Und das Schöne ist, finde ich, dass es addiert sich. Ne? Also wenn zwei Laser drauf mit zwei Torrents, dann addieren sich die. Also das wird quasi mehr. Okay, nichtsdestotrotz, ich würde loslegen. Ja. Let's go. So, wir gehen natürlich nur auf das geile Zeug. Wir sammeln jetzt keinen Mist, ne? Nee. So. Und ihr könnt übrigens auch mit C, genauso wie ihr das auch mit anderen Türmen machen könnt, mit C könnt ihr euch halt wieder zentrieren. Aber Gimbal-Mode geht nicht hier, ne? Also das geht nur bei anderen Türmen, ne? Aber hier ist das sowieso nicht so, dass das irgendwie, das passt schon. So, und mit rechter Maustaste, Rötti, schaltest du um zwischen Fracturing-Mode und dem anderen Modus, ne? Hier, Extraction. Ah ja, okay. Mhm. Verstehe. Genau. So, in 12 Kilometern ist schon der erste Stein. Dann schauen wir mal, was das ist. Genau.
unten seht ihr auch nochmal, unten links seht ihr auch nochmal die Laser, die ausgerüstet sind, ne, und was sie halt letztendlich mitbringen. Fracturing Power ist halt der Helix-Laser ziemlich gut. Ne, und Window Size auch. Und Resistenz macht er auch nochmal irgendwie. Ach so, noch einen kleinen Tipp vorher. Und zwar, die Laser haben sehr, sehr viel Kraft. Das heißt, wenn ihr auf einen Stein geht, dann kann das, passieren, dass du schon 10% Power drauf hast. Ne? Mhm. Das ist manchmal beim Aufbrechen des letzten Steins manchmal so, dass ihr den kurz anmachen müsst und dann sofort wieder ausmachen müsst. Ja, also verstehe. 10% sind da schon zu viel, meinst du? Genau. Also einfach so tackern praktisch, ne? So genau. Tackern. Ich denke mal, wir brechen ja immer erst den großen Stein zusammen auf und dann nimmt sich wahrscheinlich jeder seine einzelnen, ne? So sieht's aus, ja. So, oder hier haben wir den ersten. Mal gucken. Auf Inert wird man, denke ich mal, komplett verzichten, oder? Ja, das ja, genau. Auf jeden Fall. Genau, ja. Du scannst, ne, oder? Genau, ich scanne. Können wir eigentlich auch scannen? Das geht, glaube ich, ja, gar nicht. Ja, ne? Theoretisch, ja. Echt? Geht das? Ja. So. Du kannst aber auch direkt scannen, geht, glaube ich, nur wenn du drauf hältst, ne? Ja, so, hier haben wir zum Beispiel einen unscannbaren Stein, das fängt ja schon mal gut an. Der unscannbare. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr. Ah, ich auch nicht. Nee, der will sich nicht einschalten lassen. Okay. Dann. Deine Thruster sind optisch auch irgendwie fast aus, ne? Obwohl, weil du wahrscheinlich gerade keinen Gas gibst nach vorne, ne? Genau. Ah, oh, da ist er. Da ist er. So, ah, die Mode ist schon schön, ne? Schönes absolut. Arbeitsschiff. Ja, ich mag das. Akku ist allgemein ganz geil. Ja, finde ich auch. Ich finde, die Raft ist auch gut geworden. So. Ja. Da freue ich mich dann schon auf die Aufträge, die Facepacking-Aufträge. Ja. Und ich finde, Mining ist halt einfach auch so ein richtig schönes, entspanntes Gameplay. Ich hoffe, wir werden hier nicht überfallen. Es gab eine Zeit lang auch wirklich auch mal NPC-Piratenüberfälle im Halo-Belt. Das ist echt total verrückt gewesen. So, und schauen wir mal, was haben wir hier? Der hat ja optisch schon so eine orangene Struktur, ne? Ja. Der Stein. Könnt ihr mal den versuchen zu scannen? Ich strafe mal ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch, jawohl. Versucht mal, ob ihr den reinkriegt. Nee. Wenn ihr ihn scannen könnt, ihr könnt ihn auch nicht scannen. Springt nichts an, nee. Okay. Gut, dann. Du weit weg oder so? Nee, ne? Nein. So, dann. Aber obwohl, ich hatte das letztens, da musste ich ziemlich nah ran zum Scannen. Ja, na, ich war jetzt gerade schon auf 120 Meter dran. So. Also auch sehr klein aus, der Stein. Naja. Und Drops. Aber es ist schon genial, hier so in so einem riesen Gürtel zu sein. Ja, total. Finde ich auch. Sollte es im Aaron Halo Belt nicht sogar mal irgendeine Struktur geben? War das nicht mal irgendwie? Oder kommt das noch? Na, so eine riesen Mining-Station oder irgendwas? Also das weiß ich nicht, aber ich habe mal davon gehört, dass im Aaron Halo Belt alte Stationen sein können. Ne? Ja, oder das. Ja, irgendwas auf jeden Fall. So quasi wie so ein Lost Place, ne? Ja. Noch nie gefunden. Finde ihn. Ja, viel Spaß beim Suchen. So. Aber dafür, dass wir hier in Belt 5 sind, ist auch relativ wenig an Steinen hier, oder? Also jetzt, die man jetzt scannen kann, meine ich. Ist das wieder einer hier? Rechts? Direkt ja, genau. Also ich gehe jetzt mal ganz nah ran, mal gucken, was er mir sagt. So, ich mach nochmal aus den Scanner und mach ihn wieder an. Aber er gibt mir tatsächlich. Doch, jetzt, da war was. Da war was gerade. Echt, ja? Ja, geh mal ein bisschen höher. Ja, gerne. Ja, ich hab'n. Ja, muss doch tatsächlich näher ran, ja. Ich weiß es gerade. 80, 60 Meter. Ein P-Type ist das? Ja, ich sehe das. Laranit, Corundum. 40% Laranit haben wir, ja. 40% Laranit, ich möchte gerne, dass wir den aufbrechen. Ja? Ich gehe ein bisschen, ja, auf alle Fälle. Wir wollen das Laranit haben. Okay. Ich strafe noch mal ein bisschen höher. Ihr sagt mir, wenn er bei euch gut drin ist. Ich hab ihn, ja. Ja, ich würde jetzt noch mal ein bisschen zurück. Einfach er sagt mir aber impossible, aber wahrscheinlich nur wegen meinem Laser, ne?
Moment, 17.000, ja, ihr seid drei Laser. So, ich würde sagen, Sitko, du knallst mal volle Pulle drauf. Alles klar. Mit allem, was du hast. Ja. Ja. Mit Alt, linke Alt-Taste drücken beim Hochstrotteln, denk dran. Genau. Und ich hab das alles am Boden. Okay. Genau, und schau mal, ob der sich schon aufbaut. Null. Null Nada, okay. Nichts. Dann würde ich sagen, Rötti, knall deinen Laser auch drauf. Ja, bin mit drauf mit 10%. Und jetzt ja. Sieht man auch, dass der optimale Bereich sich jetzt mittlerweile erhöht hat. Genau, das ist die passive Leistung von dem Torrent. Ne? Genau, hau voll drauf, Rötti, ne? Also richtig genau. Hochballern, das Ding. Ich gehe langsam hoch. Nee, mach erstmal richtig. Der Weg ist ja noch nichts da. Okay, so, bin mit 99% drauf. Okay. Wie sieht's aus? Ansonsten könnte ich nochmal Folgendes machen. Dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen näher ran. Genau, Spooner muss ja auch noch. Ja, ja. Ja, dann gehe ich auch mal drauf. Ja. Oh, jetzt geht der Bereich noch größer, der grüne. Jetzt kommt er. So, wer soll jetzt regeln? Bitte der mit dem stärksten Laser. Das bist also du, Sitko. Okay, dann macht ihr komplett volle Pulle. Und ich gehe runter. So. Oh. Ja. So, wenn ich natürlich unten bin. Also, warte. Ich bin jetzt ganz unten. Ihr müsst es machen. Ja, ich regel schon mal runter jetzt nochmal. So, das war's schon. Und ganz wichtig, wenn ihr merkt, ihr kommt in den roten Bereich und es wird kritisch, sagt mir Bescheid, dann setze ich zurück. Ja, ich meine, ja? Jeder sieht es ja. Ja? Wenn ihr natürlich volle Power gebt und ihr seht, der rast hoch wie blöd, dann müsst ihr eigenständig gucken. Ne? Also, müsst ihr selber sehen. Also nicht nur darauf warten, bis einer was sagt, sondern gucken, selber so ein bisschen kontrollieren, dass wir uns da irgendwie eingrooven. Ne? Genau. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel an der Stelle gar nichts machen brauchen, anscheinend. Ah ja, okay. So, ich habe ja 100%, ich saug schon mal ein. Ne? 100% von was? Laranit. Das natürlich, das wird doch eingesaugt. Material. 100% so, Laranit. Ein paar müssen wir aber anscheinend noch knacken, ne? Kann das sein? Wenn die nicht lila sind, ja. Ja, hier ist einer, der ist... Kannst du noch ein Stück nach vorn? Der Bereich ist ein bisschen kurz. Aber sehr gerne. Gut, da haben wir ihn. Ich weiß gar nicht, der ist nicht lila, aber der ist jetzt ja trotzdem klein. Kann ich ihn trotzdem saugen? Das ist jetzt 92% Laranit. Ja, einsaugen. Ich versuch's mal, aber ich glaube, das ist wirklich... Nee, den müssen wir noch aufknacken. Na, wenn er lila ist, nicht. Nee, der ist nicht lila. Der ist nicht lila. Ah ja. Dann müsst ihr ja wirklich... dann geht vielleicht jemand mit den Hofstats rauf. Ja. Auf den, weil dein Laser ist super stark. Okay. So, ja, der ganz stark. Links mit 92, ne? Mhm. Ja, genau. Der ist super. Ja, Rotti, du kannst auch, ne, wenn du willst. Wenn du ja, ich muss mal eben was fragen. Ich schaff den allein hier. Ja. Ich habe das Problem, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mit meinem Joystick den Turret bewege, dann bewegt sich auch mein Kopf mit. Ja, das Thema hatten wir schon mal. Es ist gegimbelt. Drück mal die Taste G. G. Ne, ist immer noch. Drück mal die Taste G länger oder mehrmals. So, den haben wir. Nee, ich hatte ja schon mal. Ich wusste mal irgendwann, wie es geht. Also der guckt irgendwann rechts aus dem Fenster, weißt du? Wenn ich jetzt ganz nach rechts gehe. Ja, aber kannst du den Laser-Throttle bewegen? Den Laser-Throttle? Also wenn du kannst du den Throttle bewegen oder bewegt sich nur der Kopf? Den Throttle? Ja, also deine Kanzel. Deine Kanzel, meinst du? Ja. Es bewegt sich die Kanzel und der Kopf. Ah, okay. Und ich will ja nur die Kanzel bewegen. Ich komme nicht drauf, ich hatte das schon mal. Drück mal Y, bitte. Y? Nee, ja, manchmal ist da irgendwas, ja, da dreht sich der Kopf irgendwie mit, ne? So, hier haben wir noch einen, der ist 100% Corundum, das lassen wir auf jeden Fall hier, ne? Ja, Corundum wollen wir nicht. So, ich habe jetzt hier zwei mit 100% Laranit eingesammelt. Und hier haben wir nochmal 3% Laranit, den nehmen wir auch nicht mit. Unwichtig, genau. Und hier haben wir nochmal 63% Laranit. Oh, und was ist der Rest? Aber den können wir nochmal aufknacken, Spooner. Ja, wunderbar. Ganz unten den, in der Mitte. Ja, warte mal, wir haben ja noch einen mit 64% Laranit und 35% Corundum. Mitnehmen oder da lassen? Ein einsaugbarer? Ja. 64 ist einsaugbar, ja, genau. Ist nur die Frage, ob du das Corundum willst. Ja, gut, wenn es jetzt, wie viel haben wir denn? Ich habe leider nicht die, ihr habt ja die Sachen, also was gerade im Schiff sind. Wir haben jetzt 14,53 SCU Laranit an Bord. So, 100% Laranit nehmen wir natürlich auch mit, ne? Ja, natürlich. Na, dann saug den ein. Also, ich sag mal so, alles, was über 60 ist, können wir einsaugen. Das gleiche.
Ja, gut, okay, das ist, glaube ich, ganz gut, das stimmt. Genau, und hier unten den, ne? Den müsstest du nochmal aufbrechen, hier, den hier. Den hier? Den hier, ja, genau. Da ist nochmal 63% Laranit drin, fast 64%, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was raus. Und Rötti, hast du es hingekriegt, oder? Ich guck gerade in Einstellungen, irgendwo kannst du das einstellen. Ja. Ich sag Bescheid. Das wirkt wie der Fehler, den du hattest, ne? Ja, aber ich konnte ja nur meinen Kopf bewegen, der hat ja nichts bewegt. Der Laser war ja arretiert. Mhm. Oh, der ist ein bisschen rot. Ja. Er kommt zwar grün, aber er ist noch rot. Ja. Ohne Oha, ein bisschen ist gut. Oha! Den hat's echt geschrottet, ja? Alter, aber was war da los, ist? Sag mal? Ha! Ich bin schon runtergegangen, wo der hochkam. Ja, da ist er weg, rein. Weg ist er, nix mehr da. Ja, ja, genau, der ist quasi komplett explodiert. Wir müssen mal gucken, ich glaube, wir können, wenn wir raufgehen auf die Dinger und komplett runter machen, ja, dann geht er trotzdem hoch. Nee, vergess es. Wollte gerade sagen, wir können mit unseren Modulen unterstützen, aber der geht trotzdem hoch, dann geht das nicht. Der hat 10% und der ballert trotzdem, wenn du wegmachst, ne? Ich hab ein bisschen, das ist halt wirklich schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Ja. Du müsstest Not vielleicht die Schilder auch nach vorne machen, wenn das, wir... Das habe ich getan. Ah, super, hast du gemacht, ja. Okay. Zusätzlich, wenn das wirklich so ein krasser Stein ist, dann kann ich auch noch ein bisschen zurücksetzen. Das Schöne ist, Guter Punkt. Du umso weiter du weg bist, ne, dass die logischerweise die Power vom Laser auch schwächer wird. Mhm. Ne? So können wir das noch ein bisschen anpassen. Ne? Das siehst du, glaube ich, auch. Ne? Du siehst ja auf der linken Seite, ich zeige gerade mit der Hand auf den Monitor, ne? Sehr gut, ne? Also da, ne? Da ist ja dieser Kreis, ne, da oben, der ist jetzt rot, so wenn wir jetzt auf den Stein gehen, wird der grün und da sehen wir, dass wir noch nicht ganz im optimalen Bereich sind. Also wir sind im grünen Bereich, aber wir sind nicht an dem optimalen Strich dafür. Das ist halt nochmal, ich weiß gar nicht, siehst du das auch bei dir im Cockpit? Nee, ne? Du siehst unsere Dinger nicht, Nein, das sehe ich nicht. Das Einzige, was ich sehe, ist, wenn ihr scannt. Dann wird mir das angezeigt, was in diesem Stein drin ist, aber ansonsten... Scannen kann ich komischerweise nicht. Das war doch Tab, oder nicht? Das geht nee, V. Nicht. V ist scannen? V ist scannen. Also ganz viel, aber scannen geht nicht. Stimmt, das ist ja jetzt V. Naja, scannen geht trotzdem, indem ihr mit dem Laser direkt draufhaut. Dann scannt ihr auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Nee, cool. Seid ihr denn jetzt zu weit? Wollte gerade sagen. Kann ich weiter? Ja, ganz weiter. Gut, dann muss ich mir mal ganz kurz den Punkt zurückholen hier. MIG L1, da hinten, alles klar, in die Richtung. Super, und weiter geht die wilde Fahrt. Wupp, wupp. Eine Runde rückwärts, wupp. So. Die Mole ist wirklich auch eins der Schiffe, wo du nicht in der Außenansicht rausscrollen kannst, ne? Komischerweise. Ist das so? Ja, irgendwie geht das nicht. Okay. Doch, geht. Ich kann ja alles machen. Außen. Echt? Ich nicht. Es geht nur nicht mehr im... Also im Schiff, wenn du jetzt sitzt zum Beispiel am Tisch, das haben sie weggemacht. Hm. Bei vielen Schiffen geht das leider nicht mehr, dass du dann die Außenansicht nutzen kannst. Ja. Aber sonst geht das jetzt einmal frei. Ich bin ja schon fleißig beim Screenshot. Das ist du. Sehr gut. Ja, Spuna, du hast auch schon ganz oft wirklich den so einen Screenshot in den hier This Week in Star Citizen gehabt, ne, glaube ich, oder? Ja, ich war schon 4 oder... Bei einigen. Ja. Deswegen, du bist ja auch immer der Messebeauftragte, der Fotograf. Ja, genau. Der Messefotograf. Du machst ja, haust das ja auch bei Instagram rein, das sehen wir ja auch. Und das ist sehr, sehr cool. Sehr cool. Da gibt es schon so ein paar Leute, die haben echt ein Auge dafür. Ne? Auch der Massmon zum Beispiel, der postet bei uns im Desktop auch einiges rein. Also wirklich alle Achtung. Auch One kann auch echt, wenn er will, richtig gute Screenshots machen. Schon geil. Ah, ist wie so ein Screenshot-Tagebuch. Kannst du immer nachverifizieren. Hab das immer so Ordner angelegt, ne, wo die alle drin sind. Von jedem Level hier, also 1.20, 22 und hast du nicht gesehen. Kommen auch ein paar Daten zusammen, ne? Oh ja. Ich habe alles auf eine externe Festplatte gemacht. Ja. So, da unten haben wir wieder den nächsten. Schauen wir mal, was das wird. Also ich krieg das nicht weg mit diesem Schwenken. Machst du mit der Maus oder machst du mit dem Joystick? Mit dem Joystick. Ist das mit der Maus das gleiche? Mit der Maus kann ich gar nicht bewegen, den Turm. Mit der Maus kann ich nur gucken. Ich gehe mal kurz in die Einstellung. Das muss das G sein. Warte mal, ich probiere das selber mal ganz kurz. Ich jetzt hier so. Achso, ich. Oha.
Nee, Gier hat keine Funktion mehr. Das war doch G, ne? Ja. Schon, ne? Irgendwas mussten wir doch abstellen oder umstellen. Ja, irgendwas war das. Aber was das war, warte mal, Turret. Turret Movement. Pitch ist X. Yaw ist. So, nee, das ist auch hier über. Wir haben hier etwas kleinere Steine. 5 Stück an der Zahl, die vor uns auftauchen. Ja, ja. Die sind relativ klein. Es kann sein, dass sie einsaugbar sind. Dass man die gar nicht erst. Wir fangen mal bei dem unteren an. Das heißt, ich flieg mal ein bisschen näher. Sitko, könntest du den mal scannen gleich? Kannst du noch ein bisschen hochziehen? Ja, ja, mache ich gerne. Ich muss bloß mich orientieren. Sag noch, mir mal, wann ihr scannen könnt. Noch ist er nicht. Noch zu weit weg. Ah, das haben sie ganz schön runtergesetzt mit dem Scan, ne? Ja, so 200 Meter reicht nicht mehr aus. Zu weit weg. Ernsthaft? Ja, ja, du bist ja noch 175 Meter weg. Ist ja noch ewig weit weg. Und jetzt bist du zu hoch. Ich komme nicht ran. Du hoch? Ja. Okay, warte mal, geh runter. So? Nee, noch viel weiter. Weiter. Ah ja, da ist er. Okay, alles klar. So, jetzt habe ich ihn. So. Oh, ich glaube, warte. Scan hier unten links den. Also er ist voll. Oh, ja. Oh, wir haben auf jeden Fall Gold drin. Gold. 25% Gold müssen wir auf jeden Fall aufbrechen. Ja, und der ist definitiv. Easy. Und ist Kupfer. Also Kupfer lässt sich ja zurzeit. Ach nee, Kupfer lässt sich nicht so gut verkaufen. Aber gut, wir gucken mal auf Gold. Wir gucken mal, was wir da an Gold rauskriegen. So, ich hau mal einfach den Laser rauf, ohne was zu machen. Ja? Einfach, dass unsere oder dass meine Module die anderen unterstützen. Also ich habe den Charging-Level jetzt komplett auf 0. Dann kannst du Spooner, wenn du willst. Ich gehe mal drauf. So, da kommt schon. Jetzt baut er sich schon langsam auf. Soll ich ein bisschen Gas geben? Ne, ich lass mal laufen. Ja, du kannst laufen lassen und oder Rötti, du haust drauf. Ich reguliere ein bisschen. Genau, einer muss halt die Kontrolle übernehmen. Alle anderen müssen unten bleiben, ne? Ich bin jetzt wieder runter. Ah, der kommt. Genau, also wie gesagt, einer muss kontrollieren, ne? Der Rest bleibt so, wie er ist. Ja, wir haben ja einen optimalen Bereich, der ist ja gleich wie der rote. Also ist ja, also wenn wir den overchargen, dann könnte er mich zurückbringen. Na, Everest. Sind wir alle auf 10% jetzt? Sind wir alle auf 10% jetzt? Ja. Ich bin auf 0%. Okay, dann mache ich jetzt aus, weil dann sind wir eh zu viel. Nee, lass den an. Ja, aber wenn wir alle auf minimal sind und der steigt. Nee, sind wir ja nicht. Oder? Doch, doch. Also ich bin jetzt auch auf 10%, mehr geht nicht. Ach so, ja, aber hier, guck mal, hier. Puff. Zack, das war's schon. Ne, das ist. So, ein bisschen braucht er noch. Komm. Oh, der brodelt. Der brodelt! So, was ist da los? Will der nicht, oder wie? Zeichen, wenn das so lange dauert. Server. Ja, auch so ein Stein hat ein G-Sync, ne? Ich hatte letztens einen, der hat eine halbe Stunde da rumgerödelt, bis er dann explodiert ist. Oha, Alter. Oh, jetzt hier, puff. Schön. Sehr schön. Oh, hier, aber schön gleichmäßig, ne? Ja. Herrlich. So, haben wir hier oben. So, mal gucken. Ich fange mal links an, ne? Ich fange mal rechts an. Ich hab 96% Inert Material. Das können wir natürlich. Ja, 45% Gold und 54% Kupfer. Nimm mal mit. Ja. Da ist kein Inert drin, ist doch wunderbar. Okay. Also Gold nehme ich meinen auch mit, ne? Was hast du? 45 Gold und 53 Kupfer. Ja, wunderbar. Also ich meine, Gold ist so wertvoll. Ja, ja. Gold ist, glaube ich, gerade das Wertvollste, ne? Naja, und dann Quantaino, ne? Gold, Taranit und Pexelite, das sind momentan so die geilen Stoffe. Agrizium tatsächlich nicht, ne? So. 3% Gold nehmen wir nicht mit. Nee. Selbst Laranit ist mittlerweile nicht mehr so, ne? Oh ja, 4% Gold, den lassen wir da. Ich steige nochmal aus hier. Das gibt's doch nicht mit der Lenkung hier. 17% Gold lassen wir auch da, ne? Ja. Ja, dann. Auf wie viel Masse? Warte mal, ich sehe gerade auf 2800 Masse. Den kannst du doch mitnehmen. Nimm den mal mit. Ja? Okay. Aber den mit 3%, ne, den bei 400 Masse nicht. So, wäre natürlich cool, wenn wir noch einen Transporter dabei hätten.
dann könnte man letztlich die Beute ja noch abschmeißen, nicht. Ne? Geht ja leider nicht. Das ist ja leider noch nicht. Also es geht, aber man kann sie nicht verkaufen oder man kann die nicht raffinerieren. Ja, ja, das ist leider noch doof, ne? 29% Gold, 70% Kupfer auf 3000 Masse? Ja. Mitnehmen? Ja, also bei Gold würde ich eine Ausnahme machen quasi. Bei dir steht 3000 Masse, ja, das ist interessant. Bei mir steht Masse nur 1470. Vielleicht der linke, also hier sind ja zwei. Ja, ja, der eben den. Der ist 1470, genau. Aber da ist auch 4% Gold nur, den nehmen wir mal hier, oder? Der lag da davor, genau. So, wenn ihr die abgespeist habt, wir haben hier ja noch vier weitere, dann gehen wir jetzt mal auf die vier weitere. Ganz los, wir sind schon fast voll hier. Ernsthaft? Ja. 52, ja. Oder nehmen wir auch mal den hier, warte. So, schaut mal. Da kommt er. Musst viel näher ran, ne? Den hier? Welchen will er denn? Direkt den will er. Vor der Nase. Da komme ich nicht hin. Na, warte mal, ich guck mal da auf eine Außenansicht. Viel näher ran. Ah, ja. Und auch, ich sehe schon. Jetzt. Da jetzt ist er hier. So, was haben wir denn da Schönes? Wieder ein Goldener. Also wenn das hier ein Golddepot ist, Leute, ne, dann sollten wir erstmal vielleicht alle aufknacken und nur die reinen Golddinger mitnehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Ne? Dann lass uns jetzt mal, sind ja jetzt noch vier übrig, vier Steine. Ja. Dann lass uns die mal nacheinander aufbrechen und dann saugen wir quasi. Wird schön, wenn wir uns das jetzt merken, ungefähr, ne, damit wir nachher wissen, okay, das waren jetzt fünf gute Goldsteine. Genau. Also wir knacken jetzt erstmal den hier auf. Ich gebe einfach mal drauf. Oh, der hat aber eine Masse von 43.000. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen, ne? Da müsste er, glaube ich, auch mit dem dritten Laser auch noch drauf. Ja. Gut, dann hau ich mal hoch meinen. Gotti, du kommst, ne? Sekunde, ich bin sofort da. Was jetzt seine eigenen Probleme. Seiner Kanzel da rechts. Ich bin auf jeden Fall auch mal auf 100%. So, jetzt kann. So, ich gehe jetzt drauf mit 10, ne? Nee, mit komplett. Volle Power. Das ist also irgendeiner muss ja regeln. Wenn ihr genau. Das macht der Spooner. Spooner regelt. Auf wie viel Prozent ist Spooner denn? Auf 100? Ich bin auf 100, jawohl. Noch auf 100, ja. Aber du musst jetzt auch auf 100. Der hat eine Masse von 43.000. So, da kommt er. Und Spooner, du regelst. Jo. Ja, eure Strahle sehen übrigens original nach Ghostbusters aus, finde ich. Ja, deswegen sieht's auch. Strahlen nicht kreuzen. Ne? Ja, genau. Hey, Leute, das sieht so schön aus in der Außenansicht. Meine Fresse. Finde ich auch. Das sieht einfach saugut aus. Ja, komm, schön langsam, genau. Welcher Film war das noch, wo auch immer diese Gasexplosionen drauf waren? Nice. Gasexplosionen. Sehr geil gemacht, Leute. Hier mit wo die da auf dem Kometen landen. Ach so, ja. Springen. Armageddon. Ja. Armageddon, genau. Genau, so, was haben wir denn jetzt hier? Also hier haben wir einen... Guck mal rechts unten. Links haben wir Gold. Ja, hier 65, den, aber inert. Ich glaube, die müssen wir alle nochmal aufsprengen, ne? Also rechts unten ist Laranit, Kupfer, Gold, Korundium und nur 0,1 Inert. Den könnte man ja auf jeden Fall schon mal aufmachen. Ja, wir müssen, glaube ich, alle noch mal ausspringen. Da ist überall noch Gold drin. Ja, wir springen den mal auf, genau. Und es kann überall auch noch mal was Gutes bei rauskommen. Ja, oh, der hat aber einen smalen Bart hier. Oh, nee, den kriege ich allein nicht hin. Den muss wir anders machen. Der ist so schmal. Ich helfe gleich. Da sind die Hofstedts mit den Torrent-Lasern gut, weil die den optimalen Bereich ja. Okay, ja, da kann ich nichts machen. Also das ist. Also den könnte ich nehmen hier. Zur Not. Oh, der rechte ist ein bisschen überladen. Aber nicht viel. Schilde sind vorne, ne? Ja. So, den kann ich ja nochmal übernehmen hier. Jetzt bin ich mal auch zu weit weg, da kommt. Ja, ich weiß. Ich wollte muss warten mit dem überladenen Stein. Ja, ist schon wieder gut. Ja? Okay. Ja. So, geht so von der Entfernung? Das haut bei mir hin. Sidku, du könntest den rechts unten nehmen. Du hast ja einen schwächeren Laser, ne?
Nee, ich hab, das kommt auf den grünen Bereich drauf an. Aber so wie ich das sehe, Rötti, schaltest du den auch immer mit relativ hoher Power ein, oder? Hast du runtergedreht mal? Ah, warte mal, jetzt. Ah, ja, ja, ja. Nee, das ist bei mir stecken geblieben. Hast recht. Hm. Okay. Jetzt geht's. Wir, wie gesagt, richtig geil Gold haben, dann können wir natürlich gleich schon mitnehmen, ne? Ja. So, dann ist mir jetzt da ein Stein dazwischen geruscht, ne? Kannst du vielleicht einen Tacken näher ran, Chris? Ja, aber sehr gerne. Näher ran oder auch runter? Ja, nee, passt schon. Alles gut. Ja? Boah, 5%. Dann muss der es ja sein hier. Ja, 70% Gold. Naja, Logo. Ne? Damit, ne? Ah, falsch. Ja, ist echt schwierig hier unten links. Warum? Ja, hat einen sehr schmalen Band nur, ne? Ganz grün schmal. Dann geh mal der andere, also Grötti muss auch auf den drauf. Warte mal, dann wird der noch größer, der grüne Band. Okay, war. Ich gehe mal mit drauf. Also aber mit den kleinsten Einschnitten. Ah ja, wunderbar. Oha! War schon, okay. Aber er ist noch. Ja, er ist gebrochen. So, habe ich nicht am Anfang gesagt, dass der Spooner ein Mining-Experte ist? Also irgendwie? Ja, ich dachte, aber du hast ja gesagt, mit der Prospekta. Also das anders hier wohnen. Ja, ich habe da auch andere Sachen verbaut. Alles gut, keine. So, 23 haben wir Gold, 76 Kupfer einsammeln. 23 Gold, 76 Kupfer. Nee. Nee. Ich würde sagen, ab 70% aufwärts Gold können wir einsammeln. Also ich habe jetzt hier einen 70 Gold und 25 Copper und 0% Nerd. Ja, den nehmen wir mit. So, da haben wir einen. Dann ist er, das ist der Goldbraun, ich weiß es. 51. Ich hab wieder nur Kacke hier, war ja klar. Und je nachdem, was wir jetzt gleich quasi am meisten im Lager haben, suchen wir uns die Raffinerie aus, die natürlich einen Buff, also die natürlich das uns da einen Bonus drauf gibt, ne? Ha, ich muss sagen, Gold ist echt schlecht auseinandergeplatzt, ne? Also muss man leider sagen. So, hier haben wir noch einen. Ja, der hier, ne? Gold drin, ne? Da ist 66% drin, aber leider 33 in Nürn, ne? Ja, den müssen wir trotzdem, vielleicht sprengt er sich, den kann man ja mal aufsprengen. Ja, lass mal machen. Da muss Chris ein ganz kleines Stück hoch, dann will ich sehr gerne besser reinkommen. Sehr gerne. Jawohl, so ist gut. Jojo. Sehr gerne. Ich probiere mal, ob er von alleine kommt. Wie ist bei dir der grüne Bereich? Passt das, oder? Ja, ist sehr schmal. Kann ja mal kurz mit drauf, mit 10%. Genau, mit 10% dann geht der grüne Bereich größer. Ja, ich gehe mal mit 10% mit drauf. Ich kann aber auch Charging Window geben, ne? Also 40%. Also das ja, ist na dann los, dann rauf da. Ich muss nur gucken. Ja, dann gucken wir mal. Jetzt ist er größer. Ja, ich regel mal ein bisschen. Oh, jetzt kommt er, ja. Oh, er kommt, er kommt. Einer kann. Na, lass mal noch laufen. Ich schalte weg dann. Ich bin komplett auf Null. Ja, schalt mal aus. Oh, dann wird aber der Bereich dann kleiner, ne? Oh, das ist aber ein kleiner, da ist aber ein Striez. Oh, warte, ja, mach mal, langsam. Der wird jetzt extrem. Das ist halt wirklich ein Striez. Schilde sind vorne, oder? Dann setze ich nochmal kurz zurück. Ja, ich glaube, ja, aber, baut aber wieder ab. Der baut ab. Ja, der baut ab, er baut ab. Ja. Ah, der wird schwierig, ey. Dann gehen nur die Offsets drauf, glaube ich, ne? Ja, dann also müssen die Offsets drauf gehen, ja. Ich habe einfach zu viel Power, ne? Ja, ja. Weil du bist quasi den letzten. Ich bin der Brecher. Geben kann, der Brecher, ne? Deswegen haben wir auch. Deswegen können wir auch Steine jenseits der 40.000 aufbrechen, ne? So wie ja, eben. Ja. Ne? Aber so kriegt er das doch hin. Ja. Das musst du doch gehen. Spooner, du steuerst, ne? Ich steuere. Oh ja, hier, guck mal. Oh ja, zack. Dass der so schnell auflädt, woran liegt das eigentlich? Das ist doch auch irgendwas, ne? Weil wir so geil sind. Nee, manche Steine sind einfach, die haben nicht so eine. Diese Charging Rate, die ist doch irgendwie. Ja, die ist auch, die auch, ja. So, genau. Wer hat die denn drauf?
Ich kann ja mal ganz kurz gucken, welcher das ist. Die nehmen wir mal mit rein, ne? 61 haben jetzt hier. Gold. Ja. 91, nicht 61. <sorry. lacht> Guck gleich mal. So, das ist Inert, den können wir außen vor lassen. So. Oh, hier 90% hier Gold. Oh, ja. Alle drauf. So, was haben wir hier noch? Sehr geil. Ist dahinter noch einer oder? Ich weiß gar nicht. Da ist noch. Hier und haben wir noch einen Gold Weg. Noch einer. Ja, der eine ist nix, das ist nur 5%. Es könnte dahinter noch einer sein. Da müsste Chris also, noch mal so ein bisschen hochstellen. Ja, eine Sekunde, warte mal. Und zwar. Laser das Power, alles Factor nicht Power. So doll hier. Nee, den Rest lassen wir liegen erstmal. Wie gesagt, wir gucken uns erstmal die anderen an. Also ich habe jetzt noch hier Gold noch ein, 51% Gold, 48% Power. Ja, lass erstmal liegen. Okay, wir gucken erstmal, ob wir noch ein bisschen mehr Gold kriegen. Wo soll ich hin? Ein bisschen höher straven mal. Ich will mal hinter den hier, den einen Stein gucken, ob da noch was hinterliegt. Hinter den hier, weißt du? Ja. Da will ich hintergucken. Ja, warte mal, dann machen wir das ganz einfach. Das ist ja kein Problem, warte. Oder strave rum, genau. Also den habe ich schon im Visier dahinter, ne? Da ist, Nee, aber du bist immer noch nicht rum. Einmal ganz rum. Weiter. Das ist nur der ja, ne? Nee, da ist nichts mehr, ne? Nee, ist nichts mehr hinter. Okay, gut. Gut, dann können wir erstmal zu dem nächsten fliegen. Dann wir uns erstmal den nächsten, nächsten an. Hier haben wir den. Naja, siehst du? 75 haben wir schon. SCU an Cargo. So, hier kommt ja, er schon. Wir haben aber erst 28 SCU Gold. Das ist noch ein bisschen wenig. Ich will einfach. Das war ein bisschen reines Gold jetzt. Reines Gold. Oder Quantanium. Aber Quantanium haben wir hier nicht. Die sind immer noch, noch besonders, nicht. Die sehen besonders aus, ne? Die sind zu rot. Die, ja. Die haben ja. Rot. Wie sieht's die aus? Haben diese, kennen? Ja, ja. Diese kupferfarbenen Streifen so im Stein. So, da haben wir 23% Gold, den lassen wir erstmal. Könnte gut sein, wenn wir aufbrechen, aber wir gehen erstmal zu dem anderen. Was hat der für eine Masse? 28.500. Oh, schon ordentlich. Ja. So, dann gehen wir jetzt immer zu den nächsten hier. So, dann nehmen wir uns mal den hier vor. Ey, es macht so einen Spaß, ne? Ich könnte das die ganze Zeit machen. Das macht so einen Bock. Das ist so ein Multicrew-Gameplay. Macht einfach Bock. Bock, Alter. So, musst du noch ein bisschen vor? Ja. Jo, da haben wir ihn. Jetzt, ja. Jetzt scannt er, jawohl. So, Inert Material. Agritium ja, haben wir da drin. Aber ich glaube, Gold ist besser, ne? Agritium ist leider nicht mehr, so viel wert, ne? Genau, dann flieg nochmal, wir haben noch einen, oder? Ja, genau, über uns, genau. Den gucken wir uns auch noch an und ansonsten brechen wir den einen mit dem Gold erstmal auf. Ich würde gerne auch nochmal so ein Gadget einsetzen gleich. Ja, ich muss bloß mal gucken hier irgendwie. Warte mal, was ist hier? Na, wo ist er? Oben, oder? Direkt? Genau, da ist er. Ja. Muss noch näher ran. Ja, alles klar. Wie sieht's aus? Noch näher. Bist du gar nicht näher ran? Nee? Jetzt ein bisschen. Nee, aber immer noch. Ich glaube, du musst bis an 5 auf 50 Meter ran, musst du. Ja, ja. Da haben wir's. 60 waren's. Ja. So, auch ja, Agrizum. Okay, auch dann fliegen wir flieg zu dem Goldi. Ihr müsst mir mal ganz kurz helfen. Welcher war das jetzt von denen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war der graue Stein da unten. Dieser hier, glaube ich, oder? War das dieser oder ist ich das? Ich glaube, es war der hier. War es dieser oder war es der hier? Ja, der hier war es, der hier. Ja? Das ist Agritium hier. Der unten. Der hier. Ja. Der hier. Zeig mal nochmal drauf. Der hier. Ach, der da. So, dann steige ich mal kurz aus und baller da mal ein Dings hier ran, ne? So ein Optimax. Dieser hier, oder? Ja? Ist das richtig? Das ist ja, dieser ja, hier, ja, genau. Alles klar, gut. Dann, so, ich hau da mal ein Optimax ran, okay? Genau, pass auf. Wenn du aussteigst, vorsichtig sein. Fahrschuh hat keinen Grit beim Hochfahren, ja? Das heißt, ja. Du musst so. Relativ weit rein schweben und dann nach oben. Dann hochfahren quasi. Ja. Der hat leider keinen Grit. Tief gleich reinschweben und dann hoch. Ja, learning by doing, würde ich sagen, oder? Ja, eben. Du kannst aber auch bei uns hier, wo die Arme ausgefahren sind, kannst du, glaube ich, auch rein und raus. Das habe ich schon mal versucht, da bin ich gestorben dabei. Dann mach so, ich das oh, nicht. Das ging jetzt halt, dann nehme ich mal. Ja, das ist das Schöne, finde ich, am Mule, dass du da vorne rausschwimmen kannst, ne, aus dieser Luke. Das finde ich ganz geil. Du meinst die Raft. Raft, ja, genau, so. Die
Mule ist doch... Mule, Mole, Raft. Das war doch das kleine Bootfahrzeug. Stimmt, stimmt. Oder ich saug dich gleich mit dem Traktor ein. Oder? Bist du allerdings in so einem Sack drin. Ja, so, der fährt so eine Doppelschleuse, ne, der Mole. Das ist wie bei der Raft. Das hätten wir irgendwo noch mit. So, wie waren das denn mal? Ich rüste das auf mit 4 oder nein, mit 5? Nein, also, mit 6. Gute Frage. Ich habe das immer, ich hab das immer so sechs, aufgezogen. Nee, mit 5. Ja. Nee, mit 3. Nee, mit 7. Nee, mit 4. Konntest du nicht C drücken und hast es dann ausgerüstet? C? Über das Menü, über das Wählrad? C. Nee, C macht er so. Achso, das kann ich mal probieren. Nee, da oder die nur... Madpens und so. Nee, aber machen wir es anders. Ich weiß nicht, irgendwie kannst du das ziehen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Egal, wir machen es so. So. So, dann musst du auch auf Place gehen. Ah, ich habe ja gar keinen dran. Hä, wo ist der denn? Hä? Mein Optimax ist weg. Der war doch hinten dran. Habe ich den verloren? Oder hat Rötti den abgebaut? Nein. Hä? Das ist ja komisch. Der ist einfach weg. Vielleicht habe ich den verloren. Man verliert doch momentan so Zeug. Ja. Soll ich dir einen bringen? Nee, dann nehme ich den anderen. Dann nehme ich jetzt den. Ach, hast du einen im Inventar, ne? Den Bormax nehme ich jetzt. Mhm. Ne? So, wie war das noch gleich? So, also du gehst raus an den Stein. Genau, ne? Dann drücke ich die dann linke Maustaste und. Dann nimmst du es in die Hand und dann ist auf den Griffen. Alter, ist der weit weg noch. Ist ja verschoben. Auf den Griffen, ja, hast du, wenn du da mit der Maus hingehst, dann hast du die Möglichkeit, den zu placen. Dann drückst du auf Place und dann kannst du den an den Stein so via. Ja, du kannst auch einfach die linke Maustaste gedrückt halten und dann so. Kannst du den so Bubi, genau. Schnups. Und dann placest du den und dann musst du rangehen. So, und dann habe ich den erstmal falsch rumgeplaced. So, dann muss ich mich erstmal umdrehen hier. Boah, Alter. So. Achso, nee, falsch rum. So, das ist nämlich der Xom-Rap. So, genau, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier die. Jetzt kann ich mit der mittleren Maustaste doch so ranzoomeln, ne? Ja, genau. So, und jetzt muss ich hier die Dingsies drücken, ne? Hier muss ich die Teile hier. Genau, und jetzt ist es so, dass du. Wenn du den rangemacht hast und den einschaltest, ja, dann hast du unten so eine Schieberegler. Genau. Ja? Diese Schieberegler, die musst du so hinkriegen, dass die Wellen übereinander sind. Ja. So nah wie möglich. Ich glaube, ab 93% Übereinstimmung kannst du das Ding aktivieren. Wenn du das aktiviert hast, dann ist das sozusagen Power drauf und dann hat er diesen Bonus. Ja. Ne? Oh, hier. Oh! Oh, das ist schon richtig gut, glaube ich. Und dieses Ding, was du da hast, quasi, hat sozusagen den Cluster-Modifier. Also du erhöhst quasi mit diesen Geräten die Möglichkeit oder die Option, dass der besser aufbricht. Um x Prozent. So, ich muss auf wie viel? 80 mindestens, oder? Nee, ich glaube über 90 muss das sein. 93, glaube ich, oder sowas. So, ich muss mal ganz kurz aus dem Pilotensitz aussteigen, muss mal was trinken. Ich glaube, das wird dann grün, ne? Wenn das optimal ist. Genau. Spooner, wo hast du das Trinken hingestellt? Ich muss mich mal aufs Trinken. Auf der Ecke steht die Box in der Küche da. Ich sehe es. Da ist Leckerli drin. Ja, sehr schön. Happy für Papi, ja. Ich krieg das irgendwie nicht so richtig hin, muss ich sagen. Ich krieg so bis 87 bin ich. Ja, also ein bisschen frickelig das Ganze, ne? Das ist eine Kombination aus allen drei Reglern, ne? Ja, genau. Ja. So, hier, 90, 91. Ah, geht mehr. 95, komm. 91. So, ist aber auch so eine ganz, so eine kleine, schmale. Oh, hier. Oh, hier. Da hatte ich gerade schon. 93 hatte ich schon. 93, warte. Komm schon. So, 93, dann mal hier nochmal ein bisschen. Ah, nee, der macht schlechter. Ich glaube, 93 da, mehr komme ich nicht. Hin und wieder. Mach ich 93, oder? Na, wenn das grün ist und du die Möglichkeit hast, das zu aktivieren, ich kann aktivieren. Ja, dann mach es. Dann geh auf Aktivieren. So, dann schnuppelt er hier. So, genau. Bubbeldi. So, genau. Und dann kannst du reingehen. Wieder an deine Positione. So, jetzt habe ich hier so Sachen. So Hub, Pairing, Stretch. Das steht aber alles auf 0. Battery Charge 0. Ich denke mal, da kommt bestimmt später noch was rein, ne?
Ja, bestimmt. Geil. Und dann nimm den Finger vom Abzug. Finde ich gut. Hier, guck mal, da schwubbelt er lang. Ja, sehen, wie groß diese Dinger sind, ne? Man denkt immer, wenn man in der Mole sitzt, denkt man so, ach, kleines Steinchen. Ne? Guckt euch das mal an, ne? Hier mal auch so mal als Vergleich so mit mir hier, so vor, hier. Guckt euch das mal an, was das für ein riesen Okolyten-Oschi ist. Ne? Wirklich Wahnsinn. Und früher gab es doch teilweise auch mal Steine, da waren so Diamanten dran, ne? Die konnte man dann so mit dem Handgerät abbauen. Gibt's das noch, Kuna? Bestimmt. Ja, gibt's ab und zu noch, ja. Aber selten, ne? Ja, ist nicht mehr so oft. Ich bin jetzt auch nicht mehr so oft im Halon-Welt unterwegs. Ich bin jetzt eher auf dem Mond unterwegs. Da gibt es öfters das gute Zeug. So, jetzt bin ich jetzt wieder am Reinstraven. Wie war das jetzt? Genau, du gehst relativ. Also, du musst draufdrücken und sehr nah an das Terminal ran. Ja. Damit er dich nicht wieder rausschubst, quasi. Okay, ich kann ja mit hochstraven. Was hältst du davon? Ja, versuch's mal. Wir haben jetzt hier eine Anzeige, nachdem das Ding da dran ist. Genau. Ihr habt jetzt eine Anzeige, dass das da aktiviert ist und was das halt jetzt bringt. Ne? So, ich bin drin. Und schauen wir mal, ob das jetzt was kurz kontrollieren. Ja, geht. Treppe ist okay. Ja, okay, ich rutsche mal runter. Gut, alles klar. Treppe ist gut. Super Treppe. Ja, ich gucke das nochmal ganz kurz. Ja, die Treppe ist in Ordnung. Die ist gut. Ich gehe nochmal runter. Ja, okay. Aber gerade hat es ein bisschen gewackelt. Sollen wir kurz kontrollieren? Ja, aber jetzt ist gut. So. Hat eine gute Arbeit geleistet, ja. Dann gehe ich wieder. Ist mein Burrito nehmen, esse ich nach getaner Arbeit, glaube ich. Hab schon Bock drauf. Also ich will doch meine Crew, will ich doch, dass sie der Inuit geht. Weißt du, da wir halt im Wagen haben, ja. Weil ohne Mampf kein Kampf. Ja, genau. Recht hast du. So, die muss ich auch mal kontrollieren. Ja, okay, die ist gut. Ja, nochmal. Ah, die wackelt ein bisschen. Ja, aber nochmal. Ja, okay, die ist gut. Ist okay. Gute Treppe. Was tut ihr da? Den Leiterbug. Den Leiterbug so zu tun, als wenn der nicht da ist. So. Ja, das nervt gerade, ne? Ja, Wahnsinn. Total. Vor allen Dingen so an Außenposten. Oh, ja. So, wo haben wir jetzt das Gerät? Der Gerät ist hier direkt voraus. Aber wo wird es jetzt angezeigt? Ach, da ist jetzt so ein komischer Kasten ist da jetzt. Ach so, da man darf auch nicht auf das Gerät ballern jetzt, ne? Sonst geht kaputt, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das siehst du von hier gar nicht, ne? Oder? Nee. Nee. Aber du musst noch näher ran, glaube ich, ne? Wir sind noch zu weit weg. Na, ist doch wunderbar, dann mache ich das. Ist doch kein Problem. Ne? Oder? Oder könnt ihr? Nee, doch, ihr also könnt schon, ne? Dann, ja, wir können schon, ja. Aber mein Laser, der ist nicht. Warte, ach, ich bin im Extraction-Mode, deswegen. Ja, so. Na denn? So, hau drauf. Dann, komm, gib Schubrakete. Dann hau ich mal, mach ich mal hier den ersten. Gib mal Vollgas mit meinem. Passiert nichts, ne? Nee. Was haben wir denn an Masse? Ah ja, 28.500. Jetzt kommt ein bisschen was. Kuna, bist du auch auf 100%? Jo, ich bin auf 100. Er kommt langsam. Ja, ich gebe mal ein bisschen noch dazu. Und ich schalte dann auch als erster weg. Jo, jetzt kommt er. Wenn es nicht langsam gehen soll, dann schalte ich wieder weg, ne? Ja, aktuell läuft er sehr harmonisch. Ah, aber jetzt. Witzig, dass er mir noch immer noch als impossible angezeigt wird, ne? Ja, bei mir auch. So, wollt ihr ganz mal runter? Jo. Das war's. Knack. Haben wir ja schon. Puff! Umfeier. Ich geh mal ein bisschen zurück, weil der sprengt ganz schön weit auseinander. Oh. Ach nee, gut, ich habe gedacht, da ist gerade hier der Burghone. Mal den unteren an. Der untere hat zu wenig Gold. Der hat zwar noch, können wir zwar nochmal aufplatzen, aber. Er hat direkt unter uns ist einer. Könnt ihr, genau, Buna, den. Was sagt er? Das ist meine ich. 41% Gold, 58% Kupfer. Nochmal aufbrechen, Mann? 3% Gold. Ja, brech den ruhig nochmal auf. Gehen wir mal drauf. Check mal die anderen. Wenn einer der Crewmember, ne, schon einen Stein erscannt hat, sieht man den selber dann schneller? Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Müsstest mal ein bisschen höher mit der Nase. Ja, Chris. Müsstest du aber, mal. Aber sehr gerne, Moment. Kann nur noch mal ein bisschen höher straven. Oh. So, hier haben wir noch einen, 17%. Ja, gut. Reicht das schon? Wie reicht das schon? 10 Gold. Ah, die sind leider alle schlecht. Höher mit der Nase.
Bitte? Ich bin schon drauf gewesen, Rotti. Der ist alles nix. Auf dem? Ja, ja, okay. Das ist alles nix. Okay. Wir gucken uns jetzt den hier unten nochmal an, gucken mal, ob wir über 50% Gold kriegen. Ansonsten den fliegen wir nochmal. Ja, genau. Müsste es nochmal runtergehen. Jo, jo, jo. So, perfekt. Und ansonsten fliegen wir nochmal zu dem zurück, wo wir davor waren. Warte mal, ich muss den noch scannen hier. Den wir aufgebrochen haben. Und okay, da war auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gold. Hier, ja, 62% ist schon 62, gut. Den, ja. Den kannst du schon mal mitnehmen, wenn du willst. 27. Den lassen wir hier. Und dann haben wir hier noch 33, lassen wir auch hier. Wir fliegen nochmal zu dem anderen. Mhm. Da war auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen bessere, meine ich. So. Goodie. Dann muss man mal gucken hier, wo der ganze so. Schmu ist. Mein Depot wird mir nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich wird das nur angezeigt, wenn ich im im Extraction-Mode bin. Okay. So, und hier oben ist noch einer mit drei und... Warte mal. Ja, der kann nichts. Sie können alle nichts. Der hier, was war mit dem hier? Welchen? Wir gucken. Der direkt vor unserer Nase ist. Der Agritium und Kupfer. Ja? Ja? Nee, der hat zu wenig. Das ist nur 14%. Flieg mal zu dem anderen nochmal, den wir vorhin aufgebrochen haben. Ja, mal gucken, wo der ist. Oben? Geh mal hoch. Ja, warte mal, ich muss ja mal gucken, mal kurz scannen. Ach, da oben. Ah, okay, da oben wird er sein. Ja, okay. Den, der aufgebrochen ist, dann ist der hier. Das ist der nicht. Den wir vorhin aufgebrochen haben, davor. Ja, der hier. Ach so, genau. Ich muss ja erst mit C mittig schalten. Genau, da waren, glaube ich, noch ein paar dabei, die ein bisschen besser waren. Ein bisschen runter. 45 Gold. So. 51 Gold. Den würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, komm. So. 45 hätten wir noch, aber ich weiß nicht, ob ihr den haben wollt. Gucken wir jetzt mal den Rest. 44. 45. 1%. Da haben wir noch einen ganzen. 9. 100%. Ich glaube, den 45 kannst du einsaugen, den 44 saugen wir auch ein. Oh, dann nehmen wir den mit hier unten, den 45er, ne? Ja. Ah, macht er schon. Und den 44er nehmen wir auch mit. Was sagt denn unser Laderaum? Ist gleich voll. Gleich voll, ja. 87 haben wir aktuell. Okay, sag mir mal ganz kurz so die SCU-Werte von den Zeugs, was wir eingesorgt haben. So, Gold aktuell 37 SCU, Copper 28, Laronite 21, Inert 3 und Gorundum 1,8. Geil. Ey, das haben wir doch gut gemacht bis jetzt. Also muss ich geil sagen. So, hier haben wir zwar nur 37% Gold drin, aber ist egal. Wir sind eh gleich voll. So, dann schaue ich derweil mal ganz kurz, in welcher Raffinerie wir... Wir sind voll. Ah, okay, ja. Wir sind voll. Dann schaue ich mal ganz kurz, wo es Sinn macht, hinzufahren. Ah, das ist doch eine gute Ausbeute, oder? Gold, Kupfer, Laranit? Ja, fast 40. Kannst du noch referieren, dann? Bitte? Läuft. Ja. Genau. Wollen wir refinern, oder? Ja, natürlich. Machen wir, ne? Lohnt sich immer. So. Aber dann müssen wir natürlich auch die fette Nummer fahren, ne? Ja, sicherlich. Ja. So, wir gucken. Kupf, Gold. Wir müssen nach Ark L2. Nee, wir müssen nach MIG L2. MIG L2, da haben wir 9%. 9% auf Gold. Das ist das Beste, was wir gerade haben. Das ist natürlich ein ordentlicher Ritt bis dahin, ne? Ja, aber gut. Aber ist, wie es ist, ne? So, das ist so, ne? Also, ich glaube, das allgemein gerade so das Beste, Miguel. Was war es, 2 oder 5? 2. Miguel 2 in dem Fall, ja. So. Das heißt... Kann ich ja raus aus der Kanzel hier, ne? Wir können raus, ja. Ich esse mir jetzt mal einen Burrito, nämlich. Ich habe voll Bock drauf. Und Spooner, wie ich ihn kenne, hat bestimmt auch ein paar Schmolz mit, ne? Die habe ich leider vergessen, nicht mehr geschafft. Nein! Einmal verlässt man sich auf seinen Bierlieferanten. Die habe ich nicht mehr geschafft. So, hier. Können wir nicht irgendwas selber brauen hier? Aus dem Stein. Einer jetzt nochmal. Hat der hier. So, Leute, das war doch mal mega geil. Bis jetzt. Voll gut. So, guten Appetit. Was haben wir da? Chicken? Oder zumindest das, was Chicken am nächsten kommt, ne? Wahrscheinlich. Zum hier essen. Zum hier essen, genau. Nicht Chicken, zum hier essen. Chris, hier ist noch deiner hier, der bei mir liegt, weißt ja. Stimmt, den hast du ja vereinleibt vorhin, meinen. Ja. Aber weißt du was, Rötti, pass mal auf.
Nimm dir den mal, ich hab nämlich noch einen. Was ist denn eigentlich gerade mit Essen und Trinken los? Ist das gar nicht, läuft das gar nicht rückwärts? Also läuft das nicht ab? Doch, das dauert. Langsam. Weil du grad, aber weil ich du habe 100% Trinken noch. Ja. Kann nicht sein. Meinst du, ich habe durch den Burrito habe ich jetzt auch Flüssigkeit zu mir genommen, oder was? Nee, aber du bewegst dich ja jetzt nicht viel, da verbrauchst du auch nicht so viel Energie. Ah, okay. Oh, wenn du so viel im Raumschiff sitzt und meinst, da dauert das ewig. So, was haben wir vergessen, Freunde? Flieg nochmal zurück, Chris. Was denn? Ja, das Gadget. Mist, haben wir wieder den Aeron Helo Bait vermüllt. Ich werde gleich mal die Toilette nutzen. Ja, mach mal. Mach ich auch gleich. Ja, ich habe den Ventilator gerade angemacht, aber irgendwie klemmt dir der. Aber musst du groß oder klein? Klein. Ist aber auch fies, ne? Ich guck mal. Das ist ja durchsichtig. So fies. Nein, ist es nicht. Du, wer auf der Mole arbeitet, der kennt sich. Ja, wahrscheinlich. Da ist bestimmt normalerweise doch bestimmt Schwanglas, ne? Jetzt ist es nicht durchsichtig, wenn du nah rangehst. Ist nur, wenn du weit weg gehst. Dann musst du also von Weitem gucken. Ja, das ist so ein bisschen wie der, wie war das bei Jim Knopf? Der Invert-Riese? Ne, wie hieß denn das nochmal? Oh Gott. Dieser umgedrehte Riese, der weit weg total groß ist und wenn er hingehst, wird er mal kleiner. Ist ein falsch rum gehaltenes Fernglas. Nein. Mensch, kennen alle keinen Jim Knopf, aber ich auch nicht so richtig. Doch, ne? Kenne ich, aber ich kenne mit dem Riesen nicht. Wenn du hier so bist, dann denkst du so, oh, der ist aber klein. Und wenn du dann hingehst, dann wird's Schwanglas. Ja, wenn du hingehst, ist aber immer noch klein. Das ist immer noch klein, aber, ist noch viel kleiner. Nichts mit dem Glas zu tun. Ja, hast auch recht. Wieso steht der eigentlich mit dem Gesicht zu uns? Musst du kacken oder was? Ja, wahrscheinlich. Achso, der ist ein Sitzpinkler, ne? Ja, ein Stehkacker. Ein Stehkacker und ein Sitzpinkler. Du hast auch die Schüssel gar nicht ausgefahren. Chris, du musst gleich mal eben mit Spoon erklären. Was stimmt da nicht mit ihm? Ja, wir gehen gleich nochmal mit ihm ins Gericht und fragen, was da los ist. Steht da nur, hat das Klo nicht mal aus? Und gleich sagt er wahrscheinlich. War gut, sagt er. Ja. Ich habe übrigens eine neue Mikrowelle hier gekauft. Ne? Die ist demnächst wird die hier da sein. Dann können wir uns nämlich mal was warm machen. Sehr geil. Ja. Aber ich nutze eigentlich keine Mikrowellen. Ich bin da, ich weiß nicht so, Mikrowellenstrahlen, das ist für mich das nix. Ja, aber hier im Weltraum in der Mole, ich glaube, da ist... Genug Strahlung. Ja. Ich habe es ja auch schon benutzt. Sehr schön. Da hältst du das Würstchen einfach mal aus dem Fenster eine Sekunde, dann ist das auch warm. Ja, das stimmt wohl. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt zurückfliegen würden? Oder wenn jetzt morgen auf dem gleichen Server irgendeiner dahin fliegt, findet der unseren Bromex dann? Ja, klar. Schon, ne? So, ich geh auch mal Lulu machen, ne? Ja, mach. Ja, hau rein. So. Die Bürste benutzen, ne, wenn möglich. Boah, beim Lulu machen. Hier riecht's aber immer noch nach Röttis. Nee, nix da. Das war schon vorher. So, hören wir mal gucken hier. Oh ja. Gut, ich schau mal, wie weit wir noch brauchen. Ich will mir das Gekacke hier nicht angucken. Ich hacke doch gar nicht. Nee, und du siehst mit dem Gesicht zur Schüssel. Ja, eben. Das macht man normalerweise so. So lange ist er nicht. Ne, einmal von vorne, hinten durchs Bein durch, dreimal rumgewickelt. Da fällt mir ein Witz ein. So, erzähl ich gleich. Erstmal fertig. Oha. Dann erzähl ich euch mal einen Witz. Und zwar, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht. Ja? Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Der ist cool. Wo habe ich den letzte Woche gehört? Eieieiei, Alter, wem der eingefallen ist, der hat sich wahrscheinlich, der konnte die Nacht auch nicht schlafen, glaube ich. Junge. Nee, was ich erzählen wollte, Außerirdische landen auf dem Planeten. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal erzählt. Und die sehen aus wie unsere Tanksäulen. So, und wie es der Zufall will, landen die auch dummerweise neben einer Tankstelle. Und dann sagt der eine so, pass auf, steig mal aus, red mal, frag mal, wo wir sind, ne? Der steigt aus, rennt zu den Tanksäulen, redet mit denen, die antworten natürlich nicht. Ne? Er kommt wieder rein ins Schiff und so, und? Was haben sie gesagt? Gar nichts haben sie gesagt. Total arrogant hier auf diesem Planeten. Aber einen Riemen haben die zweimal im Bauch gewickelt und dann noch ins Ohr gesteckt. Wup, wup. Ja, ist ein ganz alter Witz. Von früher noch, als es noch Tanksäulen gab. Als es noch Tanksäulen gab. So, ist ja, das übrigens Spuna, gefährlich, wenn wir jetzt hier, so im Schiff rumlaufen während des Quantum-Drives? Nee, eigentlich nicht, oder? Solange ihr nicht irgendwie
komische Sachen macht, wie permanent die Treppe hoch und runter und... Aufzüge sind, glaube ich, auch gefährlich, ne? Und den Aufzug nach außen benutzen? Genau. Aufzüge sind gefährlich, ja, das durften wir letztens erst wieder feststellen. Zack, war der Kollege raus aus unserer C2. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch wieder rausscrollen, ist ja natürlich alles. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. Ja, wir werden jetzt in die Raffinerie fahren. Dort wird dann der Chris die Sachen zum Minern geben. Ich werde hier mal eine Tabelle einblenden. Da seht ihr, wie oder wo ihr am besten eine Raffinerie findet, wo ihr am besten letztendlich raffinerieren könnt. Das sind ja, glaube ich, die Werte der Raffinerie, nicht des Verkaufs, ne? Das sind die Werte der Raffinerie, genau. Genau, genau. Ne? Und da wisst ihr dann genau, wenn ihr was habt, muss da gucken, wo ist grün, wo ist die Prozentzahl am höchsten, und dann fliegt ihr da hin und bringt das dort in die Raffinerie. Und der Chris erzählt uns gleich auch noch, wenn wir da sind, noch welchen welchen Modus oder wie heißt das beim Raffinerieren? Ja, eine Methode. Eine Raffinerie- welche Methode, er anwendet. Ich glaube, das ist diese Dulux oder so. Ne? Dünx Solvation. Ja, genau. Die dauert am längsten, aber bringt natürlich am größten Profit letztendlich raus. Richtig. Es gibt noch eine, die kostet richtig viel Asche, ist genauso schnell wie die Dünx Solvation, aber du musst halt enorm viel bezahlen. Das genau. Und wir werden auch, wenn wir dran denken, aber wir denken mal alle dran gleich, ja, bevor wir die Raffinerie machen, gucken wir mal, was wir verdienen würden, wenn wir es jetzt rein verkaufen würden. Ne, und dann sehen wir auch mal den Unterschied, was die Raffinerie dann letztendlich bringt. Das müsste ja gehen eigentlich, ne? Ja. Genau. Und dieses das Ergebnis, das wird es natürlich auch noch gleich geben. Allerdings liegen für euch dann nur Sekunden dazwischen, für uns dann. Wie lange dauert es? 24 Stunden oder so? Oder länger? Je nachdem, was raffineriert werden muss und wie viel auf der Raffineriestation los ist, ne? Tatsächlich. Ah ja, okay. Wie die ausgelastet ist. Ach, das spielt auch mittlerweile eine Rolle? Ja, tatsächlich, ja. Oh, sehr geil. Oh, sieht aber schön aus hier. Mhm. Ah, das mit den Nebeln, ne, das ist schon... Ja, schon gut, ne? Ey, ich freue mich wie Bolle, wenn wir das erste Mal mit der Carrack-Corsair zu so einem Jump-Point fliegen und das System wechseln, ne? Oh, das wird so ein epischer Moment. Wahrscheinlich gibt es erstmal einen 30K dann. Nein, gibt's ja nicht mehr, oder? Wahrscheinlich. Nee, stimmt, da hast du recht. Dann nicht mehr, ne? Mit vier Klick gibt es den nicht mehr. Ja, das wird so gut. Oh, ich hoffe bald. Ich bin ja mal gespannt, wie die Jump-Points dann im Endeffekt aussehen. Ne? Ja. Man munkelte ja, die würden die Ringe abschaffen. Aber das ist ja dann doch ein bisschen langweilig, nur so ein Loch da, oder? Ja, aber das können sie eigentlich nicht, weil dann ist es, glaube ich, zu... Weil solche Jump-Points, das stelle ich mir so ein bisschen vor wie bei Stargate, die müssen ja auch kontrolliert werden, weil da kann ja sonst alles durchkommen, weißt du? Eben. Und ein Jump-Point musst du ja irgendwie schützen mit einem Schild oder irgendwas davor. Ne, dass du halt praktisch Anmeldungen bekommst, da kommt was durch und dass du dann die Genehmigung oder wie auch immer, ja, irgendwie so, ne, einfach so ein Loch, ich hoffe, da machen sie noch was. Ja, ich hoffe auch. Weil bei natürlichen Jump Points, okay, kein Ding, da ist dann einfach so ein waberndes Etwas, da fliegst du dann rein und springst, ne, aber das sind ja letztendlich entdeckte, bebaute Jump Points, sag ich mal. Das ist natürlich auch permanent offener. Ne? Genau, permanent offener. So. Die kannst du ja dann anschalten mit einem Jump Drive. Ja. Und genau, und mit sind dem, ja die instabilen. Ne? Genau, und dieses Anschalten mit dem Jump Drive, finde ich, das sollte dann praktisch dieses Jump Point dann oder dieses Jump Tor dann aktivieren. Mhm. Ne? So irgendwie. Sonst macht ja auch das keinen Sinn, dass du das da irgendwie aufschaltest. Also. Es kursierte das Gerücht, dass es da Probleme mit den Rechten wegen Stargate geht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich ist. Das glaube ich nicht auf gar keinen Fall. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein. Also keine Ahnung, wer das wieder erzählt hat, das ist auf gar keinen Fall wahr. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn es erzählt hat, aber ich sag's nicht. Ich glaube, wir haben es tatsächlich nicht, aber kursierte das habe ich aber auch. Eine kleine Info, und zwar, wenn ihr das raffinerieren wollt, die Jump Gates, die haben natürlich auch eine Raffineriestation, die sind jetzt in dieser Tabelle noch nicht mit drin. Ah, okay, gut zu wissen. Genau, also da kann man auch hingehen, die haben natürlich auch ihre eigenen Buffs, beziehungsweise Downer, ne? Also manche Sachen werden da halt schlecht raffineriert und andere Sachen besser. Das ist jetzt leider in dieser Liste noch nicht mit dabei. Ja, es ist generell alles natürlich auch noch nicht ausgebalanced. Ne? Wenn man jetzt mal guckt, dann sieht man auch,
dass Salvaging sich viel mehr lohnt als Mining. Das liegt aber auch einfach daran, dass Salvaging neu ist, einfach überhaupt noch gar nicht ausbalanciert ist, dass CRG natürlich möchte, dass die Leute mehr salvagen, damit es halt auch getestet werden kann. Deswegen denke ich mal, machen sie die Preise da auch ein bisschen effektiver und so weiter und so fort. Aber das wird sich alles noch ändern. Aber ich kann an der Stelle so immer nur empfehlen, zockt Star Citizen nicht, um Geld zu verdienen. Macht einfach, probiert Dinge aus, macht das, was euch Spaß macht. Geld verdienen ist momentan eh noch Schall und Rauch. Ne, weil, ja klar, man will sich natürlich auch mal ein Schiff kaufen, aber das ist eh irgendwann wieder weg. Das frustriert halt nur. Ne? Deswegen habt einfach Spaß. Ne, das Geld verdient sich nebenbei eh. Ne, wenn ihr Bock habt, genau. Dann Mining, dann minert. Egal, ob ihr verdient oder nicht. Ne? Richtig. Es bringt ja dann eh Geld, alles, was du machst. Ne? Ja. Irgendwo. Event. Und wir haben schön. Alle mal klein angefangen, ne? Mit kleinen Kisten und dann immer mehr. Sehr gut geflogen, Chris. So, Freunde. Christian. Das ist doch mal hervor. Danke, Sitko. Wir haben einen Touchdown. Heute zuppelt sich die Treppe runter. Mhm. Ja, irgendwann müssen wir mal, das machen wir aber, glaube ich, erst, wenn Star Citizen released wurde. Aber ihr könnt euch das ja schon mal im Hinterkopf behalten. Dann machen wir mal so eine mehrtägige Mining-Session. Wirklich mal richtig schön öfter meinen. Ja. Ne? Hinbringen, raffinerieren, wieder losfliegen. Bis dahin haben wir vielleicht schon die Arestra. Ja, und mal gucken, in welchem System wir das dann auch machen, ne? Muss ja nicht Stanton sein. Vielleicht ist es auch systemübergreifend. Wer weiß das schon so genau? Wie gesagt, ich bin ja auch ein stolzer Besitzer einer Orion und da werden wir mit Sicherheit, mit Sicherheit das eine oder andere die habe ich tatsächlich nicht. Gimmick haben und da auch in den verschiedenen. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal. Haben wir den mitgenommen? Guck mal. Komm mal her, komm. Bitte. Hast du einen Stein oder? Nee, hier, zu mir. Was liegt denn hier rum? Oh. Das ist der Verlorene, ne? Da ist er ja. Der ist uns hinterhergekommen. Ja. Nimm mich mit. Der Feine. So, mal gucken, ob wir den jetzt auch reinkriegen. Wenn wir in die. Oh ja, nee, warte. Der geht, glaube ich, nicht. Ich sehe nichts. Nee, der geht nicht. Liegt hier was auf dem Boden? Den kriegen wir nicht. Ja, der Bormax, den er vorhin verloren hat. Okay. Der ist direkt vor mir. Den siehst du den nicht? Ich sehe den jetzt wirklich nicht. Okay. Ich sehe ihn auch, ja. Da schwebt er in der Luft. Witzig. Mhm. Aber der ist wahrscheinlich komplett. Ja, hier. Ja, der geht nicht. Ja. Ist das der, den ihr am Rucksack hattest? Ist der vielleicht durchs Schiff geklitscht? So, was kommt den Sitko aus dem Hintern? Ein Bormax. Mit Funken. So. Mit Funken. Das sneakt er. Nein, was macht er denn da? Macht das nicht? So. So, Freunde, ich gehe nach hinten rechts. Gehe ich nach hinten links. Ich gehe ans Bett. Und ich komme nicht rein. Der Fahrstuhl könnte ruhig einen Tick länger aufbleiben. Ja, die werden die Fahrstühle ja nochmal komplett überarbeiten, glaube ich, ne? Weil es müssen ja Dinge reinpassen letztendlich. So Rolli-Wagens und sowas alles, ne? Diese Frachtaufzüge, die kommen ja dann auch bald. Freut mich auch schon drauf. Ich bin mal gespannt. Wann? Ne? Die Folge hier, die wird übrigens aufgenommen vor dem Inside Star Citizen in dieser Woche. Ne? Deswegen, da soll ja einiges kommen. Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier erscheint, wissen wir natürlich alles schon, was in der 3.23 alles erscheinen wird. Vielleicht ja Frachtaufzüge und permanent persistente Hangar. Das wäre so geil. Das wär's. Jo. Ja, die Hangars, das wird ein schönes Ding. Ja, total. Und dann auch persistente Habitations, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ne, endlich mal einrichten, so ein bisschen das ganze Zeug, was man. Ey, ich muss wirklich sagen, ich habe so viel Zeug im Hangar, also im Inventar. Ja. Boah, ey, das muss langsam mal, muss da mal irgendwas rechts. Kommen, wo man das mal so ein bisschen ordnen kann, finde ich. Einmal in die Raffinerie, bitte. Jo. So gerade die Dame da gesehen an den Terminals? Ja, so mit dem Mantel die, oder? Ja. Die hatte deine Brille auf, ne? Das ist eine, ich glaube, die sieht aus wie so eine Sabine, finde ich. Eine Sabine? Ja. Ja. Eine Sabine? Ja, die war auch auf Everest Harbor, meine ich. Ist das die Schwarze? Das ist die Schwester. Nein,
Nein, das ist doch Milchstraßen-Jenny. Ach, das ist schon wieder Milchstraßen-Jenny. Die rothaarige. Hier, die üben hier schon wieder den Ententanz. Die rothaarige? Nee, die rothaarige ist Sabine. Die Saber-Sabine. Der Typ da gleich oben in dem Büro, der denkt sich auch, uiuiui, jetzt geht's gleich hier los. Uiuiui, da haben sie alle gleiche Klamotten an. Oh, selten. So, Platz hier. Also, wenn wir nicht raffinerieren würden. Ja. Wäre geil, kommen, wenn man sich jetzt hier noch einen Kaffee machen könnte, ne? Ich würde sogar ein paar UEC dafür zahlen, ehrlich. Und einen Keks. Ja, also wir würden unraffineriert, würden wir 142.628 bekommen. Alles klar. 142.000. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Für sofort auf der Kralle, ja. Ist das okay, kann man machen. Ja. Muss man sich natürlich dann noch zu vier teilen, ne? Dann ist es schon wieder nicht so geil. Genau. So, dann machen wir das mal. Wir sehen das Ergebnis, was wir rausbekommen, aber erst, wenn wir es rausbekommen, ne? Also. So sieht's aus, ja. Genau. So, wir sagen. Obwohl, kann alles mit rein. Corundum können wir rausnehmen, brauchen wir nicht. Obwohl, na komm. Geld ist Geld, wa? Ja, klar. Genau, Geld ist Geld. So, dann wählen wir die Dings Salvation. Gut. Machen Corundum, Gold, Lara, Nid und Kupfer. Gehen auf Get Q. So, ich müsste jetzt bezahlen 18.352 Alpha UECs. Mhm. Und es sind 85 Stunden? Ja, siehste? 7 Minuten? Ja. Ist eine Mole, ne? Ist jetzt klar. Eine Mole-Ladung, ne? Gut, okay. So, hast du dann Gas gegeben, ne? Jetzt man kann das übrigens jederzeit abbrechen, ne? Man kann zum Beispiel sagen, pass auf, 85 Stunden, das ist mir zu viel, ich komme nach 24 wieder, brech das ab. Aber ich glaube, dann kannst du nicht weitermachen, glaube ich, ne? Dann ist der Rest. Nee, dann ist ist der Flöten. Ist der Rest für die Station gesponsert. Ja, genau. Okay. Oh, ein halbes SCU hat er schon, ne? Ja, für uns 85 Stunden und 7 Minuten, für euch nur ein paar Millisekunden zum Ergebnis, Freunde. Genau. Gut. Sehr schön. Na, das war doch mal ein hervorragender Ritt, Freunde. Würde ich auch sagen. Mhm. Ne? So, 85 Stunden später trifft sich die Chaoten-Crew erneut. Mahlzeit! Oh ja. Mahlzeit. So, und wie viel waren das nochmal? Wie viel hätten wir verkaufen können? Unsere Ladung hätte ungefähr gebracht 142.000 unraffineriert. 142.000, alles klar. Dann sehen wir denn jetzt schon, was das bringt? Nee, sehen wir, glaube ich, erst beim Verkauf dann, ne? Genau. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Es muss ja jetzt, also bei so vielen Stunden, da muss das richtig, richtig scheppern. Ja, so, dann gucken wir mal. Ein Work Complete Order, okay. So, wir haben Deutsch. So. Collect. Also, wir haben. Also, der größte Teil ist Gold. Ja. Sehr gut. Dann ist Kupfer, Laranit und ganz bisschen Corundum. So. Sehr gut. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben ungefähr 82 SCU. 82 SCU, okay. Genau. Okay, Collect. Collect. So, okay. Dann ab zu einem SR. Geil. Oh, Spooner, du hast hier immer einen schönen. Oh, hier, der wirbelnde Spooner, ey, das ist. Der wirbelnde Derwisch. Musst du aufpassen, dass die Waffen richtig an dran getackert sind in der Rucksack, sonst fliegen die Mondbogen weg. Ja, wirklich. Du hast hier aber hier eine Traktor-Beam-Geschichte daran geballert, wa? Einmal Traktor, einmal Selvitch. Ach, zweimal die großen Dinger? Ja. Jawohl. Junge. Wollte ich mir ein Schiff backen, aber irgendwie hatte ich das falsche Schiff am Start. Hast keinen Platz im Schiff für die dicken Dinger. Die passen nicht in die Sülen. Was? Die passen da nicht rein? Die Sülen hast du? So, ich bin hinten rechts. So. Achso, ja. Gut, Leute, ich würde sagen, wir fliegen jetzt nach Mycotech. Die Folge ist ja schon relativ lang. Und dort beim Verkaufsstand sehen wir uns dann wieder. Also bis gleich.
So, wieso sehe ich denn hier keinen? Da, da ist so, gut. Der Rötti versucht schon wieder hier Sachen zu klauen. Rötti? Was? Nein. Nein, nein. Ich guck nur hier, ob das richtig steht. Guck, was ist denn das Gold? Ist das das hier, das... Hier, hier. Oh. Wo ich stehe. Das ist das Gold? Wo weiß ich das? Wo ich bin, ist das Gold, weil ich einmal drauf gezielt habe. Ah. Ich setze mich mal in Dürrit. Sehr nice. Ja. Du setzt dich in Dürrim? In den Dürrit. Die eine Kiste, die steht hier nicht richtig. Ja, woran liegt das wohl? Ich habe genau gesehen, wie du da mit dem Traktorbeam kurz drauf geknallt hast. Hast du gar nicht gesehen? Doch. Warte mal, die wackelt so, die Kiste. Ganz merkwürdig, ich verstehe das gar nicht. Wenn uns das durchs Schiff backt, ne, und das weggeht, ne, dann bist du schuld. Ja, dann ist das Team bei dir vom Gehalt ab, sag ich dir. Ja, war mir klar. So, müssen wir hin. Da, ne? Komm ins. Genau, nach rechts und dann ganz hinten durch. Und dann noch ein bisschen, durch. Bisschen Sport gleich noch machen. Was haltet ihr denn davon? Das ist eine gute Idee. Meinst du noch einen Yoga-Kurs mitnehmen? Ja. Ja. Obwohl, die gucken alle da in ihr Mobi, Lars. Vielleicht gerade für beide Kurs. Meinst du? Ja. Vielleicht ist das ja auch ein Mobi, Lars Kurs. Die Holodame, genau. die macht jetzt immer komische Sachen. Glas. Letztens hat die Hologramm-Dame sich erschrocken, weil jemand an der Waffe langgelaufen ist. Ist cool, das war, dass die das auch macht. Aus. Ja, genau. Das ist mir auch letztens aufgefallen. Wie kannst du denn hier eine Waffe ziehen? Also hier die Medgun oder so zählt ja auch als, genau. als Waffe. Ach so, okay. Ja, diese Spielzeugwaffe. Ja. Ob die Schmetterlinge dann erschrecken die sich auch alle. Wie was? Ob die Schmetterlinge, ob die auch Angst vor Waffen haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder Insektenspray. Gibt's da eigentlich auch irgendwo? Freunde, noch Stunde nicht. Der Wahrheit. So, oh, jetzt. Ich jetzt können wir leider so nicht über die Schulter gucken. So, jetzt schauen wir mal. So, und wie du lügst. Ich lüge nicht. So, Starrunner. Okay, hat mal jemand was zum Schreiben? Weil ich schreibe mit. Ja? Okay, pass auf. Gold 33 SCU. Sekunde, ich muss mir eben einen Zettel nehmen. So, 33 SCU Gold. Gold sind 246,900. Wow. Ja. Allein das ist ja schon fast doppelt. Ja. Okay. Jawohl. Also, 94. Dann Zell. So. Jetzt kommt Corundum, 2 SCU. 739 Alpha UCs. Wow. Boah. Krass. Boah. So, nicht zu viel, ne? Nicht zu viel. So, dann haben wir Lara Neat, 19 SCU. Mhm. 54.240. Mhm. Carbonseide. Dann haben wir Kupfer. 19 SCU. Oh. Was ist das denn? Ach so, ja. 7118. Aha. Alpha UCs. So. Aha, alles klar, verstehe. Ich kann wieder nicht das komplett verkaufen. Ich muss das in Etappen verkaufen, einen Moment. Sind sie satt schon wieder, ja? Ja, ja. Wolltest du gleich wieder ausrechnen durch die Anzahl der Spieler, Chris? Ja, ich mach's dann gleich richtig. Und dann habe ich jetzt nochmal, warum auch immer, auf Nicht-Cargo stehend. 2 Gold Units, wohl bemerkt. Kann ich mir gar nicht erklären. Mit 29.930. Also nochmal 29.930 Gold. Genau. Das war, ich hatte eine Kiste vorhin im Lager angefasst. Und die ist wahrscheinlich nicht wieder zurück ins Grid gesnappt. So, okay, dann erzähl mal, was haben wir denn jetzt gemacht? So, warte. So, 246.900.
Achso, jetzt kommen wieder die Mathe-Spezialisten. Oder? 246.900, ja? Also plus 739, ich rechne aber schon, ne? Achso, ah, okay. Plus 54.240, plus 7.118, plus 29.930. Ich rechne aber nochmal. Das sind jetzt 338.927. So, warte, ich rechne nochmal schnell. 146.900, 739, 54.240, 7.118 plus 29.930. 338.927. So, durch 927. Ja, durch 4. Sind gleich. 84.731. Ja, hab ich auch. Ja. So, also, das ist auch nicht so viel, ne? Nee. So, was war denn jetzt dabei? Wie viel? 84.731. Ja, machst du. 85.000. Oder machst du 84.000, weil du zahlst ja auch noch Steuern. Ja, ja. Mhm. So, 84.000 wandern jetzt zu Sitco. Und die Schiffskosten sind ja auch noch. Ja. Beginn. Dann der Ready. 84. Aha, 1, ups. 1, 2, 3. Jo. Und dann der Spooner. Jo. 84, 1, 2, 3. So. Bist du hier verortet, Spooner, oder? Bin ich hier verortet? Ja, das ist meine Hauptbasis. Deine Hauptbasis, wollte ich schon sagen. Sonst, hast du immer alle Brillen dabei, oder? Nein. Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen Rötti-Konkurrenz. Ja, also was? Kann man ich finde so aber deine Frisur besser. Kann man sagen, ein bisschen mehr als der Doppelte. Haben wir jetzt gekriegt. Ja. Ja, aber Savage lohnt sich auf jeden Fall viel mehr. Aber ich denke das wurde ja auch schon in die Kommentare geschrieben, das ist einfach auch noch ferner liefen der Preis. Also das wird auf jeden Fall noch angepasst. Ich denke mal, das hatten ja auch schon einige vermutet, so wird es auch sein. Savaging ist halt neu, das muss getestet werden. Deswegen ist der Anreiz da, dass die Leute dann das machen, weil sie halt dadurch mehr. Das wird alles angepasst, noch zum Schluss. Ja. Ne? Ja. Und es wird auf jeden Fall gerecht sein. Ich denke mal, der Preis wird sich dann letztendlich entscheiden in Gefahr. Also umso gefährlicher der Auftrag ist, weil du in ein Gebiet fliegst, wo es halt wirklich gefährlich ist, wegen Piraterie oder so, umso mehr verdient man letztendlich auch. Ne? Und um die Länge. Ne? Es wird ja später auch noch Aufträge geben, dass du zum Beispiel einen Mining-Auftrag erhältst, wo es heißt, der Auftrag ist, so und so viel Agrizium zu minern, zu finden und es dann dorthin zu liefern. Ne? Und dafür gibt es dann, denke ich mal, eine Pauschalsumme. Vermute ich mal. Ne? Sowas in der Art. Genau. Wobei das ja mit dem Salvage, was wir beim letzten Mal gemacht haben, hatte ich ja erzählt, dass, also als ich das davor ausprobiert habe, hatte ich ja jedes Mal dann da die NPCs, vier fette Schiffe. Ja. Und das war schon, also das konntest du nicht mehr alleine. Das war nicht möglich. Ne? Ich weiß nicht, warum die jetzt bei uns nicht da waren, aber das wäre ja auch so ein Mechanismus. Ne? Dann sind auch die 250.000, glaube ich, gerechtfertigt. Ja. Ja, genau. Wenn dann die Gefahr da ist, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, cool. Ja, vielen Dank, Chris, Rötti und Spooner für dieses wunderschöne kleine Mining-Abenteuer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Jo, ebenfalls. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski. Tschüssi. So, jetzt trinken wir noch einen Schmolli, oder? Prost. Prost. Und schön wegzwirbeln. Direkt Echsen. Ja, schön. So, Leute. Wir fliegen.